Herzlich willkommen zum heutigen Java User Group Talk. Ich bin der Patrick von der Java User Group Switzerland oder Schweiz und ich bin sehr froh, heute Dirk Mahler und Stefan Pirnbaum hier zu haben, weil es geht um ein tolles Thema, nämlich Softwarearchitektur, respektive wie man das auch, ich sag mal, testen und forcieren kann. Und dazu haben wir heute das erste Mal ein Double Feature. Das heißt, wir werden heute zwei Vorträge zur nicht zur gleichen Zeit, aber im gleichen Rahmen durchführen. Genau. Ich werde jetzt euch noch ein paar Themen administrativ zeigen und dann nachher übergeben zu Dirk für seinen ersten Vortrag. Wie ihr sicher schon wisst, schon länger machen wir ja das Ganze online und wir verwenden hier BigMarker und danach werden die ganzen Talks auch auf YouTube aufgezeichnet. Ich sehe schon, es gibt die ersten Hallos aus Luzern und Bern und so weiter. Schreibt einfach rein in den Chat, woher ihr seid und manchmal auch, wenn ihr ein Statement dazu habt, nutzt die Möglichkeit, mit uns ein bisschen zu interagieren. Genau. Wir haben natürlich auch den Community Slack, falls ihr Fragen stellen wollt nach dem Talk oder mit der Community grundsätzlich in Aktion treten wollt, nutzt den. Könnt einfach über diese einfache URL slack.jug.ch darauf zugreifen. Heute werden wir ein neues Feature testen. Wir wollen nämlich, was wir jetzt das letzte Jahr nicht gemacht haben, Netzwerken auch einbauen wieder in unsere Events. Dazu werdet ihr am Schluss des Vortrags auf eine neue Plattform umgeleitet. Die heißt nämlich WonderMe und die erlaubt uns, dann in Kreisen miteinander zu reden oder den Vortragenden dann noch Fragen zu stellen und die auch beantwortet zu bekommen. Also nutzt die Chance, am Schluss des Talks mit uns noch dahin zu gehen, sodass wir so wie bei einem richtigen Event nochmals ein bisschen miteinander netzwerken und einfach so reden können. Genau. Ihr werdet dann auch per E-Mail dieses Mal und nicht am Schluss des Vortrags, sondern per E-Mail von Ursula den Link zum Feedback-Formular bekommen. Wir wären natürlich froh wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt zu den jeweiligen Talks, welches wir auch gerne den Speakern weiterleiten. Und wie immer hier, wir machen eine Verlosung von einer IntelliJ-Lizenz am Ende des Monats und werden das auch via Twitter announcen. Genau. Was natürlich auch dazu kommt, wie immer, ist, dass wir ein kurzes Delay haben. Das hat damit zu tun, dass wir eine Streaming-Plattform verwenden, die gewisse Dinge für eure Devices optimiert und dazu natürlich noch ein bisschen Zeit braucht. Das heißt, ihr habt ein bisschen die bessere Qualität, weil wir 15 Sekunden voraus sind. Das heißt, wenn ihr uns eine Frage stellt, dann dauert es auch, bis wir die eben sehen oder umgekehrt. Es gibt ein Chat-Feature, nutzt das. Wie ihr seht, habt ihr das bereits schon gemacht. Es gibt natürlich auch eben Fragen und Antworten. Nutzt dies, wenn ihr wirklich Fragen habt. Ich werde am Schluss des Vortrags jeweils Dirk oder Stefan die Fragen dann stellen. Also ich werde sie vorlesen, somit dass das Ganze auch ein bisschen normaler tönt und aussieht. Gut. Polls machen wir heute nicht, das heißt, ich springe mal kurz rüber. Das heißt, ich würde jetzt bereits schon Dirk übergeben. Wie gesagt, ich freue mich schon extrem auf euren Talk und ich finde es auch schön, dass wir jetzt eben nach dem Talk von Arch Unit im Oktober jetzt endlich eben auch mal was zu JQ Assist können, weil es hat immer so geheißen, ja, wie vergleicht man jetzt Arch Unit mit JQ Assistant? Und ich bin sicher, da werden auch in diese Richtung wieder die eine oder andere Frage auftauchen. Und vielleicht könnt ihr ja gewisse Dinge bereits vorwegnehmen. Wir werden sehen, ich bin sehr gespannt. Also, ich freue mich und viel Spaß. Vielen Dank, Patrick, für die Einleitung. Ich könnte jetzt spontan sagen, JQ Assistant ist natürlich das allerbeste Tool der Welt. Das wäre natürlich etwas unfair, aber ich denke schon, dass wir heute in diesem Talk klar machen können, wo dann auch die Abgrenzung zur Arch Unit liegt, wo die Stärken von JQE liegen und der eine oder andere, der dann vielleicht auch den Vortrag zur Arch Unit gesehen hat, kann dann vielleicht auch sehen, wo dann eventuell auch der bessere Einsatzfall für Arch Unit liegt.
Also herzlich willkommen zu unserem Double Feature von meinem Kollegen Stefan Pirnbaum und mir. Hallo. Ich fange an mit einer Einführung zu JQ Assistant und Stefan wird dann noch einen etwas konkreteren Use Case nochmal beschreiben, der vielleicht genau auch diese Abgrenzung zu ArcUnit nochmal etwas deutlicher macht. Kurze Vorstellung von unserer Seite. Wir sind Consultants für eine Firma aus Dresden. Es ist vielleicht nicht ganz zu verleugnen, dass wir den ein oder anderen sächsischen Einschlag heute hier mitbringen werden. Also ein Beratungsunternehmen seit dem Jahre 2008 am Markt. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich der Architekturberatung, Entwicklung moderner Geschäftsanwendungen, im Bankenumfeld, Industrieumfeld, E-Commerce. Hier sei vielleicht auch erwähnt, dass wir auch in der Schweiz tätig sind für Coop Interdiscount, das ganze Thema Produktdatenmanagement. Das heißt, wenn ihr Produkte sucht und findet, dann ist das unser Verdienst beziehungsweise der Verdienst unserer Kollegen. Ein Aspekt, der halt irgendwann mal aufgetaucht ist, ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen Mittelwerkzeuge, um irgendwie Softwarequalität sicherstellen zu können. Deswegen hat sich dann das Thema JQ Assistant entwickelt und daraus heraus eben diese Themen Softwarequalitätsanalysen und die Absicherung. Und wir sind die Köpfe hinter dem Werkzeug. Das heißt, neben der Weiterentwicklung des Tools bieten wir auch Trainings, Workshops und Beratung an. Und wir haben da auch mit ein paar namhaften Kunden, mit denen wir da um die Ecke kommen können. Das ist zum Beispiel ITZ Bund. Das ist der zentrale IT-Dienstleister des Bundes in Deutschland. Die Sächsische Aufbaubank Förderband ebenfalls aus dem öffentlichen Bereich. Wir sind sehr stark im Bereich Industrie, Halbleiter vertreten. ASML Global Foundries bzw. ThyssenKrupp Steel sollte ein Name sein, den man kennt. Ja, dann würde ich jetzt mal zu dem ersten Vortrag rüberspringen. Das ist eine Einführung in JQ Assistant. Was kann man mit dem Werkzeug machen? Und die Stichpunkte stehen im Prinzip schon da. Analyse, Dokumentation, Validierung von Softwarestrukturen. JQ Assistant ist ein Open-Source-Werkzeug, steht unter GPL V3. Die Homepage ist hier kurz skizziert, sollte einprägsam sein. Und das Werkzeug bietet folgende primären Anwendungsfälle. Wenn es um Softwarestrukturen geht, also können wir uns Strukturen vornehmen und sie einfach explorieren, schauen, was steckt in so einem komplexen, über die Jahre gewachsenen Enterprise-System drin. Irgend so ein Monolith, der da über die Zeit seine Strukturen da so entwickelt hat, sein Eigenleben. Das kann ad hoc gehen, das kann man aber auch in einer strukturierten Form tun. Das ist dann der Bereich, den man Software Analytics nennt oder einfach nur Analysen. Wenn man an den Punkt gekommen ist, kommt man schnell zu der Entscheidung, Moment mal, wenn ich hier Dinge drin gefunden habe, die ich eigentlich so nicht haben möchte in Zukunft, wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, diese Strukturen auch dauerhaft zu validieren, abzusichern. Wenn man das tut, muss man vielleicht auch begründen, warum man das tut. Also ergibt sich dann der Aspekt Dokumentation, Architekturdokumentation. Und ganz eng damit verbunden ist eigentlich das Thema Reporting. Welche Strukturen befinden sich gerade in diesem Software-System drin, live, aktuell, frisch aus jedem Bild hinten rausgepurzelt? Das Ganze lässt sich, abgesehen von den Ad-Hoc-Explorationen, auch weitestgehend alles automatisieren, in Bildprozesse einbinden und damit, wie schon bereits erwähnt, durchaus kontinuierlich die ganze Zeit durchführen. Wie funktioniert das Ganze? Die grundlegende Idee ist eigentlich ganz banal. Man nehme Softwarestrukturen, lese sie ein, scanne sie und werfe sie einfach in eine Datenbank. In dem Fall konkret eine Neo4j-Datenbank, eine Graphendatenbank, weil da ein natürlicher Match sozusagen existiert. Das ermöglicht dann am Ende auf diesen Daten, auf diesen Strukturen, die in der Datenbank liegen, Abfragen auszuführen. Und das sind so ungefähr die Dinge, die ich jetzt schon angedeutet habe. Das ist natürlich erstmal sowas wie eine Ad-Hoc-Exploration. Man kann aber auch sagen, das, was ich in der Datenbank finde, ob nun Packages oder irgendwelche Module, Klassen, da kann ich die entsprechenden Architektur-Design-Konzepte, die diese Klassen repräsentieren oder die Packages, kann ich da auch direkt in diesem Graphen anreichern. Und wenn ich diese Konzepte da drin habe, ist es dann auch relativ einfach, mit diesen Konzepten zu arbeiten und entsprechende Verletzungen zu finden. Das schauen wir uns danach im Detail noch an. Und nebenher springt halt immer noch etwas raus und das sind Reports. Reports über die Strukturen, die wir in der Anwendung finden, Reports über Metriken, sofern sie interessant sind. Und das können wir in tabellarischer Form bekommen, beziehungsweise auch in grafischer Form im Sinne von Diagrammen, UML-Diagrammen. Das ganze Werkzeug ist eher kommandozeilenorientiert. Die primäre Integration läuft über Maven bzw. ein Command-Line-Utility, da wo Maven nicht verfügbar ist.
und umfasst ungefähr folgende Tasks, die ausgeführt werden. Das ist einerseits der Scan. Wir binden uns sozusagen in so ein Maven-Projekt ein und das, was da an Kompilaten entsteht, wird dann automatisch analysiert und in die Graphendatenbank übertragen. Dann kommt die eigentliche Analysephase, wo es dann darum geht, entsprechende Regeln auszuführen und das Ergebnis der Regeln landet in Reports. Das Spannende ist nun, das Ganze konzentriert sich mehr oder weniger auf das Java-Universum, was wir da erfassen können und analysieren können und all den Dingen, die da so ringsherum springen. Das Framework an sich, JQ Assistant, weiß von Java nichts oder XML oder JSON oder was immer da unterstützt wird, sondern das wird über Plugins angereichert. Das heißt, es gibt Scanner-Plugins, die Dateiformate unterstützen, die URL-Formate unterstützen. Es gibt Plugins, die die Analyse unterstützen im Sinne von Regeln, die man weiterverteilen kann. Es gibt einen Plugin-Mechanismus, wo man sagen kann, ich will statt eines CSV-Reports irgendein anderes Dateiformat haben, was ich dann vielleicht in irgendein anderes Tool importieren kann. Das kann entsprechend erweitert werden und eingebunden werden. Ein kurzer Überblick über die verfügbaren Scanner, so wie sie aktuell in der Distribution drin sind, beziehungsweise auch durch die Community hinzugefügt werden. Das ist jetzt mal so ein Drüberflug. Wir können Archive scannen. ZIP-Dateien, die gefunden werden, werden ausgepackt. Was steckt da drin? Und schauen wir mal nach. Sind da Klassendeskriptoren drin? Wenn man ZIP-Dateien scannen kann, ergeben sich zwangsläufig Möglichkeiten, die entsprechenden Java-Artefakte zu scannen, die man kennt. GZIP-Dateien, Java-Bytecode wird eingelesen, Properties-Dateien, YAML-Dateien, JSON können wir, Manifeste, Service-Deskriptoren, die entsprechenden XML-Deskriptoren aus dem guten alten Java-UI-Universum. POMs, also sprich die Information aus dem Bildsystem, sehr wertvoll, gerade wenn es in Richtung Architekturanalysen bzw. Absicherung geht. Testreports können eingelesen werden, XML-Schemata werden erkannt. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Nicht nur, dass man sozusagen aus dem aktuellen Workspace die Informationen einlesen kann, sondern man kann auch direkt danach fragen, welche Metainformationen liegen über welchen Maven-Repositories. Welche Artefakte sind da deployed mit ihren Metainformationen, ihren Abhängigkeiten, Lizenzinformationen und so weiter. Metainformationen über relationelle Datenbankschemata können eingelesen werden und dann unter Umständen mit dem Code, den man anderweitig gescannt hat, korreliert werden. Aus der Community kommen Plugins wie zum Beispiel das Einlesen von Checkstyle-Informationen oder Ergebnissen, entsprechend Findbugs oder Code-Coverage-Werkzeugen wie Jacoco. Selbst ASCII-Doc-Dokumente können gescannt werden, um die entsprechenden Strukturen da einzulesen. Git-Repositories, die Historie, ein total spannendes Thema, um zum Beispiel Hotspots zu identifizieren oder eben auch ganze Docker-Registries mit ihren Informationen, welche Images in der Registry deployed sind und wie sie miteinander zusammenhängen. Und Punkt, 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 potenziell viel mehr. Das Plugin-API ist öffentlich und kann erweitert werden. Was so ein Scanner dann erzeugt, ist, wie bereits angedeutet, eine Struktur in der Graphendatenbank, also haben wir es mit Graphen zu tun. Und da würde ich mal einen kurzen Überblick geben wollen, wie sieht denn das konkret aus? Wenn wir über Graphen reden, wir verwenden Neo4j, die definieren das sogenannte Property-Graph-Modell und das besteht aus folgenden grundlegenden Elementen. Das sind einerseits Knoten. Das sind Labels, die man einem Knoten hinzufügen kann, um die Knoten irgendwie zu typisieren, zu sagen, das ist ein Type oder das ist eine Klasse. Entsprechende Properties, zum Beispiel einen vollqualifizierten Namen, in dem Fall ein Klassenname, und Beziehungen zu anderen Knoten. Wenn man sich jetzt mal ein konkretes Projekt anschaut, so wie es JQA einlesen würde, hier unten links ist so ein kleines Beispielprogramm, das bringt PetClinic. Das ist ein Maven-Projekt, wo wir die entsprechenden Folder drin haben, Source Main, Java und entsprechende Packages. Wie würde das aussehen? JQ Assistant oder seine entsprechenden Plugins erzeugen dann einen Knoten, der gelabelt ist mit Maven Project und der hat einen Namen. Das ist in dem Fall die Artifact-ID. Dieses Projekt erzeugt ein Artefakt und dieses Artefakt beinhaltet Packages. Und das ist jetzt eine hierarchische Struktur, Org, Spring Framework, Samples, PetClinic, Model. Und irgendwann in dem Model finden wir dann endlich auch mal eine Klasse, nachdem wir uns da durch verschiedene Hierarchien durch navigiert haben. Und dann sehen wir, dass die entsprechenden Labels hier auftauchen. Es ist ein Java-Type und konkret ist es eine Klasse mit dem Namen Person und dem entsprechenden vollqualifizierten Namen, der den Package-Namen angibt. Schauen wir uns mal die Klasse ein bisschen im Detail an. Aus dem Code heraus sehen wir, dass diese Klasse zum Beispiel eine Annotation trägt.
Wie würde das hier modelliert sein? Wir sehen, dass diese Klasse annotated by eine Annotation ist. Und diese Annotation hat einen konkreten Typen und das ist in dem Fall JavaX Persistence Map Superclass. Schauen wir uns eine zweite Klasse an, nämlich die Klasse Owner, die von dieser Person ableitet. Wie sieht das im Graphen aus? Wir haben einen neuen Knoten mit einer Extensbeziehung, ebenfalls wieder Type- und Class-Labels und entsprechenden Name- und Full-Qualified-Name-Attribute. Ist annotiert, womit? JavaX Persistence Entity. Und sie deklariert ein Feld mit dem Namen Adresse des Typen String. Deklariert ist im Codeschnipsel links nicht zu sehen, aber auch ein Getter, eine Methode getAdress, die eben genau diesen Typ String auch zurückgibt. Und eine Beziehung, die sagt, diese Methode liest dieses Feld. Das ist ungefähr die Granularität, in der die Informationen von JQ Assistant erfasst werden. Also wenn es dann runtergehen würde in Richtung Vorschleifen oder Variablenzuweisung, das ist nicht sichtbar und das ist auch Absicht so, weil das den Graphen unnötig verkomplizieren würde und ihn auch nur noch schwer zugänglich machen würde. Zweite Bemerkung, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich am Ende eigentlich gar nicht mehr von Knoten in Beziehung geredet habe, sondern einfach nur gesagt habe, eine Klasse deklariert eine Methode und deklariert ein Feld. Und das ist eigentlich das Schöne bei diesem Graphenmodell. Es ist relativ zugänglich. Man kämpft nicht mit Fremdschlüsseln und ähnlichen technischen Konstrukten. Also man hat das wirklich so vor sich, wie man das auch in einem mentalen Modell als Entwickler hoffentlich auch so denkt und sieht. Wir haben jetzt auf die Art und Weise Informationen in der Graphendatenbank. Man kann Daten in der Datenbank speichern. Es wäre natürlich auch schön, wenn man sie irgendwie wieder rausbekommt. Und das passiert üblicherweise mithilfe von Abfragen. Um in die Abfragesprache von Neo4j einzuleiten, die natürlich dann auch von JQ Assistant verwendet wird, würde ich mal ein ganz einfaches Beispiel skizzieren. Ich möchte einfach mal alle Paare von Klassen haben aus einer Anwendung, die voneinander ableiten. Also Klasse A leitet von Klasse B ab. Wie funktioniert das? Ich suche im Graphen nach einem Muster. Und das Muster sieht ungefähr so aus. Also ich habe zwei Knoten, wobei der eine Knoten irgendwie mit Type und Class gelabelt ist und der andere mit Type. Und zwischen denen existiert eine Extensbeziehung. Wie drückt man das jetzt als Abfrage aus? Hinmalen geht ja schlecht. Was die Jungs von Neo4j da entwickelt haben, ist eine Abfragesprache namens Cypher. Und die definiert Abfragen in Form von ASCII-Art. Wobei ASCII-Art in dem Fall ist, man nimmt runde Klammern für Knoten und diese Pfeile mit den eckigen Klammern drin als gerichtete Beziehung. Und wenn man das jetzt einfach mal so hinmalt, sieht das dann folgendermaßen aus. Das sieht schon so ein bisschen aus wie die Struktur da oben. Ist natürlich für eine Abfrage noch reichlich unspezifisch. Was wir suchen, ist ein Paar von Knoten C1 und C2, zwischen denen eine Beziehung besteht. Genau genommen ist diese Beziehung getypt, nämlich mit Extens. Und ich möchte sicherstellen, dass wir auch wirklich die Paare finden, die irgendwie Klassen und Typen aus dem Bereich Java identifizieren. Also gebe ich den Klassen, diesen Knoten C1 und C2, jeweils auch die Labels mit, nach denen ich filtern möchte, in dem Fall Class und Type. Dann packt man noch so ein bisschen syntaktischen Zucker ringsrum, also sprich die Match-Klausel. Also wir machen ein Pattern-Matching, eins der Cypher-Kernprinzipien von dem, was wir uns gerade hier zusammengebaut haben und noch eine Return-Klausel dazu und geben uns von den gefundenen Knoten C1 und C2 einfach jeweils die Property Full Qualified Name zurück und wunderbar, wir haben die entsprechenden Informationen. Das würde ich jetzt einfach mal kurz einfach live zeigen, wie das aussieht und wechsle deswegen einfach mal zum Browser, sofern ich ihn finde. Da ist er. Genau. So. Die Query, die wir gerade gesehen haben, habe ich jetzt hier mal im Browser von Neo4j. Das ist die Oberfläche von Neo4j und da sehen wir exakt diese Abfrage, die wir getätigt haben. Und ich drücke jetzt einfach mal Enter und man sieht hier, naja, nicht allzu viel, aber es zeigt zumindest, dass es funktioniert, was ich gerade erklärt habe, dass es offensichtlich eine Klasse Person gibt, die von Base Entity ableitet und daneben halt noch ein paar andere Klassen, die ebenfalls die Base Entity als eine gemeinsame Basisklasse haben. Und man kommt natürlich auch bis zu Java Lang Object. Man kann das Ganze dann nutzen, um nach konkreten Mustern zu suchen oder um zum Beispiel Metriken zu ermitteln. Hätte ich ein weiteres Beispiel, was ich einfach mal kurz zeigen möchte. Ich lasse jetzt mal vielleicht bewusst 5 Sekunden Pause und dass jeder mal so vielleicht mal ganz kurz in sich gehen kann und schauen kann, ob er das lesen kann, was diese Query hier eigentlich macht.
Die Erklärung ist relativ einfach. Es gibt mir einfach die Klassen mit den meisten Methoden als eine Art Hotspot-Analyse zurück. Und das sieht dann als Ergebnis so aus. Also sprich, die Klasse Owner ist offensichtlich diejenige, die am meisten Methoden definiert innerhalb dieses Projekts. 21 Methoden, das hält sich noch in Grenzen. Und entsprechend nach unten. Es ist aber auch nur ein kleines Beispielprojekt. Vielleicht eine kleine Seitenbemerkung. Wenn man das JDK 8 scannt, okay, schon ein bisschen älter. Da gibt es da eine Klasse, die kommt da um die Ecke mit ca. 1200 Methoden. Und das Interessante dabei ist, es ist eine Exception aus dem COBA-Umfeld. Das ist eigentlich immer ein recht netter Effekt, dann sowas mal zu sehen. Es sorgt zumindest für eine gewisse Überraschung. Was man jetzt machen kann, ist, man kann da diese Abfragen nutzen, um gezielt nach Mustern zu suchen. Ich habe es bereits schon mal erwähnt und wir hatten jetzt hier schon diese tabellarische Darstellung. Was ich zum Beispiel fragen kann, ist zum Beispiel, ich habe hier ein Projekt, das offensichtlich mit Spring, also es ist ja dieses Spring-Framework, das Petlinic-Beispielprojekt, implementiert worden. Und ich möchte einfach mal den Abhängigkeitsgraphen haben zu Artefakten, die aus dem Spring-Universum kommen. Also sprich, ich habe ein Main-Artefakt, das ist mein Maven-Projekt, das in irgendeiner Form eine Abhängigkeit hat zu irgendwelchen anderen Artefakten, deren vollqualifizierter Name mit OrgSpring-Framework anfängt. Und egal wie tief sozusagen dieser Abhängigkeitsgraph ist, also auch transitive Abhängigkeiten innerhalb des Spring-Frameworks sollen einfach mal erfasst werden. Das schauen wir uns mal fix an. Und dann bekommt man, ich mache das jetzt mal ein bisschen groß, sozusagen hier so einen Graphen, wo man relativ, naja, übersichtlich ist vielleicht ein bisschen anders, aber schon mal sehen kann, dass so eine Abfrage relativ einfach machbar ist und auch sehr performant ist. Funktioniert auch bei Projekten, wo man dann wirklich mit Tausenden von Abhängigkeiten zu kämpfen hat. Ein interessantes Beispiel, was wir auch tatsächlich schon verwendet haben, um Dinge zu analysieren, ist folgendes. Ich möchte zum Beispiel wissen, gruppiert nach einem konkreten Typen aus dem Spring-Framework, in einer konkreten Annotation, in einer konkreten API, welche Klassen in meinem Projekt verwenden eigentlich diese eine spezifische API von Spring? Ohne jetzt konkret auf diese Query einzugehen, drücke ich jetzt einfach mal Steuerung Enter und bekomme jetzt zum Beispiel so ein Ergebnis. Also man sieht zum Beispiel, dass in irgendeiner Form diese Data Access Exception von folgenden Klassen verwendet wird. Wet Repository, JDBC Wet Repository, dass die Repository-Annotation, Controller-Annotation von den entsprechenden Dingen verwendet werden, Klassen aus meinem eigenen Projekt. Und das macht natürlich bei großen Projekten, wenn man mal einfach mal sehen will, ich habe eine gewisse API, ich weiß, dass ich vielleicht ein Framework migrieren möchte, ist relativ einfach, das einfach mal zu suchen und rauszufinden. Das geht natürlich auch in der IDE, ist aber natürlich wesentlich umständlicher, wesentlich umfangreicher, wenn man einen Praktikanten hat, einen Studenten, dann kann man den mal ein halbes Jahr lang suchen lassen. Ist halt dummerweise ein bisschen kompliziert, wenn zwischendurch die Anwendung weiter wächst, dann fängt er nach einem halben Jahr an neu zu suchen und man hat so ein Moving Target und hier geht es einfach im Sinne von ein paar Millisekunden. Genau. Diese Übersicht hier, dieser Neo4j-Browser hat gewisse Grenzen. Im Sinne von, dass es die Visualisierungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Also man hat diese Bubbles, also diese grafische Ansicht, man hat diese Tabellen, aber manchmal sind es halt Analysen, die ein bisschen komplexer ausfallen. Und deswegen gibt es eine wunderschöne Integration von Neo4j mit sogenannten Jupyter-Notebooks. Die würde ich mal zumindest kurz andeuten, wie das aussieht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Link hier wiederfinde. Genau. Ich weiß nicht, wer von euch die Jupyter Notebooks kennt. Worum geht's da? Das ist ein Tooling, das kommt aus dem Data Science Bereich. Und es ermöglicht es, gezielte Datenanalysen durchzuführen. Und im Prinzip ist es folgendes, man erstellt eine Präsentation von Dingen, wo man sagt, ich habe gewisse Annahmen und ich möchte die anhand von vorliegenden Daten validieren. Und das ist genau das, was man hier sieht. Das habe ich gerade mal geöffnet. Das ist so eine Präsentation, sieht ein bisschen technisch aus, also mit PowerPoint vielleicht nicht direkt zu vergleichen. Da habe ich hier oben ein bisschen Setup-Code. Aber was man sieht zum Beispiel, ist hier unten, hier ist so eine Cypher-Query drin und das ist eine ganz einfache Metrik zu sagen, gib mir mal bitte mal das Main-Artefakt, das ist in dem Fall einfach das Maven-Projekt mit seinen Typen, die drinstecken,
den Namen dieses des Artefakts und die Anzahl der Typen. Da sieht man, dass da irgendwie 44 Klassen drin sind. Wenn ich jetzt einfach mal Label rausnehme und einfach mal Steuerung Enter drücke, sieht man, ups, das verändert sich ja sofort. Das heißt, ich habe hier wirklich eine wunderschöne Möglichkeit, interaktiv so entsprechende Analysen durchzuführen. Ich scrolle jetzt mal so ein Stück weit runter und hier sieht man wieder so eine tabellarische Ansicht, mit der man arbeiten kann. Ich modifiziere mal einfach hier eine Abfrage. Hier wird ja gerade zum Beispiel gezeigt, dass ein Package Wrap 15 Klassen beinhaltet, also einfache Metriken, um vielleicht zu sehen, wo, ich sag mal, ganz große Blobs liegen. Wenn ich jetzt hier ein Sternchen reinschreibe, wären das sozusagen aggregierte Metriken. Also wo man sagt, okay, das Org, das Root-Package beinhaltet insgesamt 57 Klassen. Je tiefer ich abtauche, desto mehr spaltet sich das dann auf. Also auch hier wieder schön zu sehen. Erstens, die Abfragen über die Graphendatenbank machen das sehr flexibel und auch mit relativ vertretbaren Kosten an der Stelle. Wir können ein Stück weitergehen, wenn diese tabellarische Ansicht zu unschön ist, bietet uns jetzt genau dieses Universum aus den Jupyter-Notebooks und all dem, was dahinter steht, wahnsinnig viele Möglichkeiten, da auch entsprechende Visualisierungen zu machen. Also diese Package-Größen habe ich jetzt hier einfach nochmal als so eine Art Pie-Chart aufgelistet. Die Abfrage ist im Prinzip die gleiche, wie wir sie schon gesehen haben. Es gibt noch ein paar Abfragen, Visualisierungen, die man reinnehmen kann, zum Beispiel so eine strukturellen Visualisierung, in die man auch ein Stück weit reinzoomen kann. Das Ergebnis kommt auch wieder aus so einer Cypher-Abfrage, die hier natürlich ein bisschen komplizierter aussieht. Okay, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten, aber es lohnt sich. Beziehungsweise ein Stück weiter runtergegangen, zum Beispiel Dinge wie dieses Chord-Diagramm, wo man Analysen machen kann. Okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel dieses Package Web und kann dann unten in dem Tooltip sehen, okay, Web hat 9 Dependencies on Model und kann das quasi interaktiv explorieren und kann dabei aber auch zum Beispiel, und das ist der Trick, hier auf Labels aufbauen, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben, namens Layer zum Beispiel. Und diese Layer, das ist eigentlich schon das, was im nächsten Teil meines Talks kommen wird. Das handelt sich um die Konzepte. Ich würde nochmal hier diese Notebooks beenden und nochmal einen kurzen Ausblick auf was anderes geben, was gerade in der Pipeline ist. Und zwar ist das das JQ System Dashboard. Weil diese Art von Visualisierung, die wir gerade hatten, das könnten halt Dinge sein, die auch regelmäßig auftreten und die man vielleicht hin und wieder mal checken möchte. Und da, dazu ist in Zusammenarbeit mit der Uni Leipzig im Rahmen einer Abschlussarbeit ein Prototyp entstanden für ein Dashboard, wo solche qualitativen Informationen einfach mal zusammengeführt werden können und das auch ganz gut zeigt, was so alles geht, wenn man Informationen aus dem Java-Universum mit anderen Informationen verheiratet, zum Beispiel der Git-Historie. Jetzt muss ich einen Moment Geduld zeigen. Jetzt ist die Datenbank hochgefahren und verfügbar. Zurück in den Browser. Wo ist er? Da haben wir ihn. Und das ist dieses JQA Dashboard. Wenn man das öffnet, bekommt man erstmal so eine Übersicht über so allgemeine Größen, die das Projekt betreffen. Es ist zugegebenermaßen sehr, sehr klein. 48 Klassen und 288 Methoden. Okay. Da haben wir, glaube ich, in unserem täglichen Business mit ganz anderen Größen zu tun. Ich würde jetzt hier mal so ganz kurz ein bisschen durchklicken. Man bekommt hier zum Beispiel Visualisierungen, die so strukturelle Dinge ermöglichen zu explorieren. Geht auch anders, aber ist schon mal ganz nett. Wir hatten bereits in dem Jupyter-Notebook diese Ansicht bezüglich dieser Chord-Diagramme, um Abhängigkeiten analysieren zu können. Interessant wird es jetzt aber zum Beispiel hier, Ressourcenmanagement. In dem Graphen, der hier in diesem Beispiel drinsteckt, werden zum Beispiel auch die Git-Historie eingelesen. Und hier kommen jetzt ein paar Visualisierungen mit rein, die man so ein bisschen von GitHub wahrscheinlich schon kennt. Also wer sind zum Beispiel die aktivsten Autoren im Projekt? Also die Commits pro Autor über die gesamte Historie des Projekts oder wie viele Dateien wurden modifiziert? Man sieht, dass auch mein Name hier drin steht, was damit zusammenhängt, dass ich diese Pet-Klinik dafür pflege, immer wieder anpasse, um die Demos für JQ Assistant aufzubereiten, wenn neue Features dazugekommen sind. Man sieht die Aktivitätsverteilung über die Zeit und die entsprechenden Commit-Messages. Interessant wird es aber hier. Knowledge Distribution. Man kann zum Beispiel fragen, und am Ende ist es auch wieder nur eine Cypher-Query, die da oben drüber steckt, mach mir mal eine Visualisierung, wo man sehen kann, wer kennt sich mit gewissen Technologien aus. Ich gehe jetzt mal bewusst auf mich. Da sieht man, dass ich relativ oft in XML-Dateien rumgespielt habe. Genauer genommen sind es die POM-XMLs, um JQ System da reinzubringen, und ASCII-Doc-Dateien, die verwendet werden, um entsprechende Regeln zu demonstrieren, die man damit umsetzen kann. Genau.
Und wenn man das zusammenführt, die Java-Welt und diese Git-Historie, kommen dann halt so Dinge zustande, wo man sagen kann, ich kann eine Visualisierung machen, wo man diesen strukturellen View, den wir schon mal gesehen haben, noch ein bisschen angereichert wird um Farben. Zum Beispiel um Farben, die sagen, es gibt Klassen, die relativ groß sind. Das ist hier alles relativ, weil die Anwendung an sich sehr klein ist. Aber wo die Dinge zusammengebracht werden, also Lines of Code und die Anzahl der Commits. Also wenn ich zum Beispiel eine Klasse habe, die sehr groß ist oder die insgesamt eine sehr hohe zyklomatische Komplexität aufweist, also viele If-While-Anweisungen in den Methoden. Und das einhergeht zum Beispiel mit einer ganzen Menge von Commits, also sehr vielen Commits im Vergleich zu anderen Klassen, ist diese Klasse potenziell ein Hotspot, wo man echt mal drauf schauen sollte, ergibt es vielleicht Sinn, diese Klasse auseinanderzunehmen. Ich springe zurück zur Präsentation. Das war es zum Teil Exploration, Analyse, sollte so ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie das funktioniert und hoffentlich auch ein bisschen Appetit machen. Übliche Anwendungsfälle sind halt Suchen nach Mustern oder Antimustern im Code. Ich nehme mal zum Beispiel dieses Thema Lock and Throw, Erhebung von Metriken, Identifizierung von Hotspots, so wie wir es gerade eben im Dashboard gesehen haben und Ad-Hoc-Analysen zum Beispiel von Abhängigkeiten. Das hatte ich anskizziert zum Beispiel, welche Klassen verwenden gewisse APIs aus dem Spring Framework. Und das ermöglicht dann aber zum Beispiel Planung und Risikoabschätzung. Was würde es bedeuten, eine Bibliothek zu entfernen und durch eine andere zu ersetzen oder eine fachliche Restrukturierung vorzunehmen. Ich habe ein Architekturkonzept, ich habe Module definiert und wie stark sind die miteinander gekoppelt, welche Klassen verursachen konkret die Kopplung und so nicht im Blindflug losrefaktern zu müssen, sondern vielleicht mit einer Informed Decision sagen zu können, okay, ich sehe, dass hier irgendwie 1000 Abhängigkeiten sind konkret in diesen Klassen und da müssen wir ran und vielleicht kann ich über die Git-History sogar noch rausbekommen, ob es da potenziell Klassen dabei gibt, die eher vermintes Terrain darstellen. Sehr häufig geändert worden sind, hohe Komplexität haben, wo man vielleicht nochmal über das Thema Refactoring bzw. Testabdeckung nachdenken muss, bevor man da anfängt, irgendwas auseinanderzureißen. Ich würde jetzt zum zweiten Teil kommen, das ist die Analyse. Und bei der Analyse geht es dann wirklich um diese Ausführung von Regeln. Und diese Regeln sind hinterlegt in ASCII-Doc bzw. XML-Dokumenten und dienen neben der Validierung der Erzeugung von Reports. Primär sind das folgende Typen von Regeln. Das eine sind Konzepte und die dienen dazu, Architektur- und Designkonzepte in die Anwendung einzubringen. Und basierend darauf kann man dann unter Nutzung dieser Konzepte entsprechende Verletzungen auffinden. Gruppen fassen das Ganze dann zusammen und im Sinne der Ausführung, das funktioniert dann folgendermaßen, man hat eine Gruppe, inkludiert ein Constraint, so ein Constraint baut auf Konzepten auf, also benötigten Konzepten ausgeführt werden zu können. Es können natürlich mehrere Konzepte sein, auf denen so ein Constraint aufbaut und selbst die Konzepte untereinander können wieder Abhängigkeiten haben. Und JQA wird sich darum kümmern, wenn man sagt, ich führe folgende Gruppe aus und da ist ein Constraint drin, dass sozusagen die Konzepte alle in der richtigen Reihenfolge angewendet werden, damit der Constraint laufen kann und das entsprechende Ergebnis erzeugt. Wie sieht so ein Konzept aus? Wir schreiben diese Konzepte, wie bereits angedeutet, entweder in XML oder ASCII-Doc-Dateien. Hier das Snippet zeigt das im Sinne von ASCII-Doc. Und es ist, Überraschung, natürlich wieder mal eine Cypher-Query. Diese Cypher-Query sagt, gib mir bitte alle Typen, die eine spezielle Annotation tragen und diese Annotation heißt Java Ex-Persistence Entity, hat nur vorhin ein Beispiel, und da mache ich nichts weiter, als einfach zwei neue Labels draufzusetzen und gebe mir genau diese Entitäten zurück. Dieses Zurückgeben hat nebenher den Effekt, dass es auch ausgegeben wird durch JQ Assistant und man bekommt sozusagen auch gleichzeitig einen Überblick, einen Report, wie oft dieses Konzept im Code eigentlich vorhanden ist in meiner Applikation. Da muss man noch ein paar Metainformationen anreichen für ASCII-Doc. Also es ist Source Code in Cypher geschrieben und es ist ein Konzept. Das ist, wird von JQ Assistant ausgewertet, gibt dem Ganzen noch eine Beschreibung und eine ID, damit diese Regel referenziert werden kann und kann damit dann Folgendes erreichen. Angenommen, wir haben dieses Code-Snippet, wir haben das, was gescannt worden ist, initial. Wir führen diese Query aus, also dieses Konzept. Dann erscheinen da diese beiden Labels an den Knoten. Darauf aufbauend können jetzt Constraints formuliert werden. Und das funktioniert nach genau demselben Schema. Es ist in dem Fall eine Query, die sagt, gib mir bitte alle Packages, die Entitäten beinhalten, wobei Entity jetzt nicht mehr definiert ist über Annotated By und dann Java Ex-Persistence Entity, sondern einfach nur anhand dieser Labels. Also es ist viel abstrakter sozusagen und viel besser lesbar auch. Und wo der Package-Name eben nicht Model ist. Das heißt, andersrum ausgedrückt, dieses Constraint will erzwingen, dass alle Entities zumindest in Packages enthalten sind, die Models heißen und gibt dann die entsprechenden Entitäten, die außerhalb dessen liegen, zurück.
Auch hier wieder die entsprechenden Metainformationen. Diesmal ist es ein Constraint. Baut aber eben auf diesem GPE2-Entity-Konzept auf. Mit einer entsprechenden Beschreibung, dass, wenn der Constraint fehlschlägt, der Entwickler dann auch informiert ist, warum das fehlgeschlagen hat oder was es bedeutet. Das Ganze mit einer ID versehen. Und diese ID wird am Ende in Gruppen zusammengefasst. In dem Fall einfach eine Wildcard, wird es automatisch gefunden und man sieht hier sowas wie Namensregeln und dann wird die Gruppe ausgeführt. Was dann am Ende rauskommt, sind eben diese Ergebnisse von den Konzepten und Constraints als Tabellendiagramme, als CSV, als GraphML. Dadurch, dass wir die Regeln in ASCII-Doc hinterlegt haben, wird das Ganze automatisch als HTML gerendert und diese Reports werden eingebettet. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Schauen wir uns gleich ein Beispiel nochmal konkret an. Also man sieht dann wirklich hier, dieses Diagramm ist nicht irgendwie gemalt von irgendjemandem oder mit PlantML ausspezifiziert. Das ist das Ergebnis einer Abfrage JQA. So, und das entsteht in jedem CI-Build, bei jedem Commit, wenn man möchte. Diese Reports, die hier angedeutet sind, können auch erweitert werden. Ich hatte es schon angedeutet, wenn eine Anbindung an Fremdsysteme notwendig ist, im Sinne von QA für Abnahmesysteme, ist es halt möglich, da ein Plugin reinzubauen, was dann diese Reports automatisch dann irgendwo reinpusht. Des Weiteren, üblicherweise gibt es dann auch so eine Dashboards wie Sonar Cube, die genau solche Violations, dass Entity-Klassen nicht da liegen, wo sie liegen sollen, sammeln kann, berichten kann. Das sieht dann folgendermaßen aus. Die Integration ist relativ einfach. Man installiert das Plugin in Sonar Cube und sagt, aktiviere JQ Assistant in dem entsprechenden Qualitätsprofil und dann würde das durch Sonar Cube, Maven Sonar Sonar zum Beispiel, reinberichtet. Schauen wir uns nochmal kurz an. Zurück zur IDE. Die Einbindung von JQ Assistant ist hier in dem Fall als ein Maven-Plugin erfolgt. Man sieht hier, dass gewisse Regeln ausgeführt werden, diese besagte Default-Gruppe. Die Regeln selbst liegen in einem Ordner JQ Assistant in dem Maven-Projekt im Wurzelverzeichnis. Die Datei index.adoc ist da quasi der Einstiegspunkt. Und was man hier sieht, ist zum Beispiel so eine Gruppendefinition Default, die sagt, es ist eine Gruppe, die diverse Gruppen inkludiert. Das Beispiel hier ist natürlich ein bisschen umfangreicher. Und es würde dann dadurch unter anderem auch diese model.adoc eingebunden. Und hier sehen wir genau diesen Constraint, den wir vorhin auf den Slides schon bewundern konnten, 1:1 übertragen. Das Einzige, was wir nicht sehen, ist dieses Konzept GPE2-Entity und das hängt damit zusammen, dass dieses Konzept durch JQ Assistant schon mit ausgeliefert wird. Das ist Teil der Basisdistribution, weil das ein Konzept ist, was aus dem Umfeld JPE kommt. Das muss man nicht jedes Mal neu erfinden. Das liefern wir sozusagen mit. Und wenn man sich das Ganze dann mal anschaut, einerseits, ich hatte jetzt hier bewusst mal Verletzungen eingebaut. Das ist ein Bild, der durchgelaufen ist. Dann sieht man eben genau diese Constraint-Verletzung, die hier aufgetreten ist, weil ich, um einfach mal böse zu sein, hier unter Source Main Java einfach mal some Entity reingelegt habe, die mit Entity annotiert ist und dementsprechend hier auffällt. Man bekommt das hier als Report rein. Man sieht aber auch hier zum Beispiel eine andere Constraint-Violation, die irgendwas damit zu tun hat, dass offensichtlich Abhängigkeiten zwischen Layern verletzt worden sind. Ich gehe jetzt nochmal in den Browser zurück. Jetzt muss ich mal schauen, diese vielen Instanzen, das ist schon, genau. Das, was am Ende des Builds dabei rauskommt, ist nebenher zum Beispiel aber auch dieser ASCII-Doc-Report. Dieser Index-ADOC, die ich bereits eben gezeigt habe, wird halt gerendert und die Bildergebnisse werden, oder die JQ Assistant-Ergebnisse werden hier eingeblendet. Und man sieht hier zum Beispiel, dass zwei Constraints fehlgeschlagen sind, identisch zu dem, was wir auf der Kommandozeile gerade eben gesehen haben, auf der Konsole. Und da sehen wir hier, unseren Constraint, den wir kennen, mit dem Report, dass some Entity eben da nicht reingehört. Wenn ich das mal anklicke, sieht man die entsprechende Query dazu. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben noch eine zweite Violation, das ist diese Layer Dependency Violation. Und hier sieht man dann zum Beispiel entsprechend der Definition dieses Constraints, gibt mir alle Layer und ihre Abhängigkeiten, zwischen denen keine definierte Abhängigkeit besteht, das ist ein anderes Konzept. Und gibt mir dann praktisch die Layer, die entsprechenden Typen, die diese Violation verursachen, zurück, das als Tabelle hier reingerendert und hat damit unmittelbar in der Entwicklerdokumentation sozusagen eingebettet, was da an Problemen entstanden ist. Und man kann das Ganze eben als ein Plant-UML-Diagramm durch die Angabe eines entsprechenden Report-Typen
Plant UML Component Diagramm ausgeben. Ich schaue mal schnell, ob ich das hier lokalisiert bekomme. Plant UML Component Diagramm, so sieht es in ASCII-Doc aus. Das ist die Query, die wir gerade in dem Report schon gesehen haben. Und der einzige Unterschied ist, dass man hier zum Beispiel sagt, bitte als Plant UML Diagramm und dann sieht die Query entsprechend so aus. Und ich glaube, einfacher, wirklich einfacher kann man keine Reports über die aktuellen Softwarestrukturen bekommen. So, auf zu den letzten Metern in der Präsentation. Nochmal ein kurzer Recap. Also das, was wir mit Validierung und Dokumentation machen können, sind so typische Regeln. Management von Abhängigkeiten ist ein ganz klassischer Anwendungsfall. Technischer Layer, fachliche Module, wenn wir mit DDD arbeiten, Abhängigkeiten zwischen Bounded Contexts, Namens- und Strukturregeln, wie bereits angedeutet, die Lokalisierung von Klassen in dedizierten Packages oder Klassennamen, dass Spring-Controller eben Controller als Suffix tragen. Das Design bzw. die Verwendung von Schnittstellen, also dass zum Beispiel Implementierungsdetails nicht rausleaken dürfen aus Schnittstellen, die definiert sind. Man kann Regeln erzwingen in Richtung Testdesign, also dass Assertions zum Beispiel immer mit einer entsprechenden Message daherkommen müssen, was ja auch gern vergessen wird. Es entsteht damit, wie bereits angedeutet, eine lebendige Dokumentation. Zu dem Thema ADRs wird dann Stefan im zweiten Teil noch ein bisschen tiefer kommen. Deswegen erzähle ich da jetzt nicht weiter viel dazu. Und JQ Assistant gibt auf die Art und Weise halt ein kontinuierliches Feedback und Reporting für einerseits agile Teams, die das Thema Architektur ernst nehmen, die es selbst in ihrem Projekt umsetzen wollen und die entsprechende Dokumentation auch einbetten wollen in ihr Projekt. Und ein Anwendungsfall, den wir gerade in der öffentlichen Hand halt haben, ist noch ein anderer, der sehr interessant ist. Da vielleicht noch mal kurz eingegangen. Da ist es in der Tat so, dass Projekte sozusagen nach außen vergeben werden an andere Unternehmen. Da werden Vereinbarungen getroffen, wie gewisse Architekturrichtlinien eingehalten werden sollen, Referenzarchitekturen, welche Technologien eingesetzt werden sollen, ob DDD oder wie auch immer. Das Problem ist, da wird dann viel Dokumentation geschrieben, das geht immer hin und her. Und am Ende bekommt man einen riesen Klops an Software zurückgeliefert, weiß aber nicht, ob da wirklich das da drin ist, was man vereinbart hat. Und das ist genau das, was wir jetzt sozusagen versuchen zu ermöglichen, genau diesen Einblick in die Softwarestrukturen dazu bekommen und auch diese entsprechenden Validierungen durchführen zu können, sagen zu können, die Architektur entspricht dem, was an Vorgaben vorhanden gewesen ist. Damit bin ich mit meinem Überflug über JQ Assistant erstmal am Ende und würde jetzt an der Stelle für die ersten Fragen zur Verfügung stehen. Hallo, Dirk. Das war definitiv nicht nur ein kleines Rennen, sondern ich glaube, das war ein richtiger Sprint, den du hingelegt hast. Und zwar alles mal agil, schnell im Durchlauf. Und definitiv, wir haben schon ein paar Fragen. Und eine der Fragen ist, gibt es eine Demo inklusive Reports, dass man online quasi den Kollegen vorstellen könnte? Oder welche man den Kollegen vorstellen kann? Also eine Online-Demo im Sinne eines Videos gibt es gerade nicht. Aber diese SpringPad-Klinik, die ich gerade gezeigt habe, das würde ich dann vielleicht als Link nochmal in die Folien mit reinnehmen. Die kann man sich klonen, die kann man bauen, ohne dass man da großen Setup dafür herstellen muss. Und da sind diese ganzen Reports drin. Das ist machbar. Das Einzige, was da noch nicht drin ist, sind die Jupyter-Notebooks, aber da würde ich vielleicht darum bitten, dann einfach mal davon zukommen. Da können wir auch ein Stück weit behilflich sein, dass wir das aufgesetzt bekommen. Und die anderen Reports, also das mit diesem Dashboard, sind die da? Das Dashboard ist da auch mit drin, ja. Bei dem Dashboard vielleicht noch ein Hinweis. Das ist, wie gesagt, das Ergebnis einer Abschlussarbeit von der Uni Leipzig, also mit dem wir zum Thema Softwarevisualisierung viel zusammengearbeitet haben und weiter zusammenarbeiten. Und das kriegt gerade einen großen Refurbish und das wird dann hoffentlich auch als eine Ergänzung richtig stabil mit JQA dann früher oder später ausgeliefert werden. Da freuen wir uns schon drauf. Also das Dashboard eben gezeigt, das habe ich mir auch gedacht, so ein bisschen, da fehlt eigentlich fast nur noch Code City, oder? Jein. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich von CodeCities nicht so begeistert bin, weil ich die Visualisierung für ein bisschen zu eingeschränkt halte. Ja, wäre eine schöne Ergänzung, aber vielleicht mal zu diesem Dashboard, was da gerade in Entwicklung ist, da geht es genau darum, so einen anderen Visualisierungstypen noch einbinden zu können und dass der Nutzer dann selbst in der Lage ist, seine eigenen Abfragen da sozusagen dafür zu definieren und dass er spezifische Aspekte sozusagen definieren kann und sagen kann, das bitte in der Form visualisieren. Okay. Genau. Sehr cool.
Remo fragt, ob es auch möglich ist, JQ Assistant in einem Gradle-Build zu integrieren. Ja, geht. Wir haben allerdings keine native Gradle-Integration. Es gibt aber aus der Community Tasks über das Kommandozeilen-Utility. Das kommt mit ein paar leichten Einschränkungen daher, aber ist machbar. Eben, und wenn du sagst Kommandozeilen-Tool, das heißt, du kannst immer einen Wrapper dafür schreiben und das irgendwie aufrufen. Okay. Genau. Ich bin eher der Maven-Freak, muss ich gestehen. Also die Einschränkung bei Gradle, um es mal so zu sagen, ist die, dass man die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Modulen, Artefakten nicht bekommt und deswegen der Graph etwas fragmentierter ist. Das ist das Hauptproblem. Und man bekommt auch keine Informationen aus dem Bildsystem. Bei Maven ist das alles drin. Okay. Ja. Hartmut fragt, ob es irgendwelche Regeln gibt, die man zum Beginnen eigentlich verwenden kann. Also so quasi wie, sag mal, ein paar vordefinierte Regeln, dass ich nicht alles selber schreiben muss, dass ich schon mal sehe, ob es funktioniert. Da ist einerseits die besagte Spring-Pet-Klinik, die versucht da so ein Stück weit ein paar Beispiele zu bringen, wie man das macht. Es gibt einen vordefinierten Regelsatz für Best Practice in Richtung Verwendung Spring. Also das geht in Richtung Abhängigkeiten zwischen Controllern, Services, Repositories, dass dieses technische Layering korrekt ist. Das geht in die Richtung, wie verwende ich Dependency Injection richtig? Jetzt könnte eine emotionale Diskussion losgetreten werden, Field Injection versus Constructor Injection. Darauf würde ich jetzt nicht eingehen. Ja, ist hier, also von dem her. Oliver Drohtwurm, das könnte sehr, sehr emotional werden. Es gibt aber auch, und da muss ich jetzt auf meinen Kollegen Stefan hinweisen, für das Thema Domain-Driven Design gibt es ein Plugin, was die Arbeit mit JQ Assistant und vor allem das erleichtert. Man bringt dann praktisch Annotationen in den Code ein und JQ Assistant ist in der Lage, sozusagen aus den Annotationen die entsprechenden Bounded Context zu identifizieren, die erlaubten Abhängigkeiten und so weiter. Dazu kann Stefan vielleicht danach noch was sagen. Das kann ich machen, ja. Mhm. Oder werde ich machen, ja. Genau. Gibt es Unterstützung auch für Angular? Nein, leider nicht. Wäre schön. Es scheitert ein Stück weit derzeit daran, dass die Sprache, also JavaScript-Scanner müssten wir implementieren und das ist, eine neue Sprache reinzubringen, ist ein bisschen aufwendig. Also wenn wir hier einen Sponsor finden, gerne, machen wir es ja gern. Aktuell leider nicht. Und du hast ja gesagt, die arbeiten mit der Uni Leipzig zusammen. Vielleicht gibt es auch andere Universitäten, die noch keine Bachelor- oder Masterarbeit irgendwie contributen würden. Also, ja. Hallo Schweiz, Universitäten, meldet euch. ETH Zürich, wo seid ihr? Aber du musst mich definitiv mal anbringen diesbezüglich. Ach so, okay, danke. Mhm. Ja, ist mir vorher gerade auch in den Sinn gekommen. Danilo fragt, muss, kann ähnliche Dinge, gab es irgendwo einen Austausch für Synergien? JQ Assistant ist entstanden, weil ich mit Moose nicht zurechtgekommen bin. Ich habe es versucht, in dem Projekt 2013 mal einzusetzen und ich bin gnadenlos gescheitert. Da entstand dann sozusagen so ein bisschen der Drive, es selbst mal zu versuchen. Und ich glaube, die Challenge ist auch bei Moose, dass der Java-Parser nicht gratis ist. Das kann ich gerade nicht genau beantworten. Also ich habe es mal gesehen irgendwann, ich habe es weggelegt. Vielleicht tue ich den Leuten doch ein bisschen Unrecht. Vielleicht habe ich mich einfach nur ein bisschen zu dumm angestellt. Es hat zumindest ein bisschen Input gegeben, sagen wir es mal so, im Sinne von Synergien. Cool, super. Konstantin fragt nochmals, sind auch Multimodule Maven-Projekte unterstützt? Definitiv. Also wenn das nicht der Fall wäre, dann könnten wir das Tool gleich wegwerfen. Ich setze mal einen Benchmark. Das größte Projekt, was wir bisher gescannt haben, hatte 2600, 2700 Maven-Module. Klopper, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich habe auch von anderen Leuten das Feedback bekommen, dass wir da das einzige Tool gewesen sind, was überhaupt in der Lage gewesen ist, dieses Projekt einzulesen. Wow, Hammer. Mhm. Wunderbar. Also sprich auch Projekte mit 70.000, 80.000, 100.000 Klassen, alles kein Thema. Und ich sage auch mal Dankeschön an der Stelle an Neo4j. Die haben da eine tolle Datenbank unten drunter gezimmert. Und wie lange dauert das? Wenn man JQ Assistant in dem Bild direkt integriert, also der eigentliche Scan, Stefan, korrigier mich, aber ich würde mal den Overhead vielleicht mit vielleicht 5% oder sowas beschätzen, viel mehr ist ja. Es nicht. Also für einen normalen CI-Bild, den man sowieso auf dem Jenkins irgendwo konfiguriert hat, spielt das eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Was unter Umständen ein bisschen teurer sein kann, das ist in der Tat die Ausführung der Analysen.
Das hängt so ein Stück weit davon ab, was man da in Abfragen reingebracht hat. Also wenn es da in größere Abhängigkeitsanalysen geht, dann kann das schon mal ein paar Minuten dauern, aber es handelt sich definitiv nicht um Stunden. Ja, und wahrscheinlich baust du es ja auch nicht in jedem Bild ein, oder? Genau. Wenn du so eine rausführst. Üblicherweise genau. Man hat ein CI-Bild, der, ich sag mal, ganz normal seine Unit-Tests durchläuft und der triggert dann Downstream-Builds und da ist dann vielleicht so ein Name drin oder man hat ein Nightly-Build, der solche Reports erzeugt. Da ist JQA perfekt aufgehoben. Cool. Peti fragt, kann man die Constraints auch enforcen, sodass, wenn quasi die verletzt werden, dass der Build auch fehlt? Das ist möglich. Das ist sogar die Standardeinstellung. Sie sind dem Beispielprojekt auskonfiguriert, weil üblicherweise ist es ja so, dass man die Ergebnisse, man will trotzdem ein successful Build haben, man will das Ergebnis dann in so einer Cube sehen. Und deswegen lässt man den Build dann erstmal durchgehen, aber man kann es enforcen, ja, das geht. Okay. Und eben auch bei so einer Cube ist es ja auch so, die sagen ja auch, es soll ja nicht als Buildbreaker eingebaut werden. Also genau aus demselben Grund. Und das gleiche Philosophie. Perfekt. Genau. Peti fragt dann auch bezüglich der Lizenz, weil du gesagt hast, GPL-V3, funktioniert das in der Praxis bei Inhouse-Anwendungen und so weiter? Ja, kein Problem. Die GPL-3 wird nur dann problematisch, wenn man selbst was darauf aufbaut, dagegen linkt und selbst weiterverteilt. Dann muss man das, was man weiterverteilt, offenlegen. Das ist aber nicht der Fall. JQ Systems sitzt in der Build-Pipeline drin und macht einfach nur was und das war's. Gleiches Problem hat man ja auch mit anderen Tools, die auch GPL sind, wo man sich nicht drum kümmert. Das GPL kommt genau genommen von Neo4j an der Stelle und das schlägt auf JQ System durch und deswegen mussten wir es transparent machen, stellt aber kein Problem dar. Ja, okay, danke schön. Und eben, du installierst es ja auch separat, das ist kein Produkt, das du quasi einkaufst und bundelst und so irgendwo verkaufst. Für uns hat es den Vorteil, wenn irgendjemand auf die Idee käme, mit JQA da noch ein Produkt oben drauf zu satteln, dann müsste er sich mit uns mal unterhalten, beziehungsweise auch mit Neo4j. Also, genau. Der Eric fragt noch, was wäre eine gute Granularität? Also wahrscheinlich für diese Regeln. Produkte oder eben ganze Codebasis oder Produkte, Utilities oder wie macht ihr das? Also üblicherweise, man hat ja immer ein Projekt, was einen gewissen abgeschlossenen Scope hat, was einem gewissen Architekturstil folgt. Also wenn man einen Monolithen hat, sollte das hoffentlich der Fall sein, dass da gewisse Basiskonzepte durchgezogen sind, wo man sagen kann, man hat sich auf einen Technologie-Stack verständigt, man folgt einem gewissen Strukturierungsmuster, ob das das klassische technische Layering ist oder ob man eher in Richtung so nach den DDD-Prinzipien, On-In-Architecture oder was auch immer arbeitet. Das wäre so eine gute Abgrenzung. Das geht sogar in Microservices-Architekturen. Also aktuelles Projekt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, sind halt eine Menge von Microservices, die aber mit derselben Technologie, mit nach demselben Stil implementiert sind. Und da kann man dann sozusagen alles in einen Scan reinbringen und eine Analyse und hat dann auch sozusagen wieder das Gesamtbild. Da wird es dann ein bisschen schwierig, wenn dann wirklich man sagen will, Microservices, da will man auch manchmal so ein bisschen ausbrechen und auch ein bisschen mehr Freiheit bekommen, da muss man das dann halt gezielt rauslösen. Also das heißt, alle Microservices landen nachher in der gleichen Neo4j-Instanz? Kann man tun. Also es ergibt aber nur Sinn, wenn die, wenn es jetzt um die Architekturrichtlinien geht, wenn die vergleichbar sind, also wenn die nach denselben Prinzipien bewusst designt sind. Es wäre verkehrt, um zu sagen, wir müssen die jetzt alle nach demselben Stil sozusagen bearbeiten, nur damit JQ System das checken kann. Um Gottes Willen, macht das bitte nicht. Dann lieber pro Microservice sozusagen einen eigenen Regelsatz. Dann gibt es aber vielleicht Gemeinsamkeiten und die kann man rausziehen, wieder als ein Regel-Plugin sozusagen. Und dieses Regel-Plugin kann dann durch diese verschiedenen Microservices verwendet werden. Das gibt dann so eine Art, ich sag mal, Basisregelsatz, Referenzarchitektur vor, kann aber individuell in dem jeweiligen Projekt oder in dem Microservice durch eigene Regeln ergänzt werden. Würde man da zum Beispiel auch die Kommunikation zwischen den Services sichtbar haben? Die Antwort ist ein klares Consultant. Eine klare Consultant-Antwort ist, it depends, es kommt drauf an. Es gibt einen Talk, wo gezeigt wird, wenn man zum Beispiel Spring Fane einsetzt als Client, annotiert man ja Interfaces mit entsprechenden Annotationen und dann werden die Beziehungen
durch die Annotation für JQ Assistant sichtbar und man kann das machen. Einfach mal auf die JQ Assistant Webseite schauen, da ist der entsprechende Blog-Eintrag auch referenziert. Ich kann da auch gerne auf Nachfrage den Link nochmal mit rumschicken. Es ist aber ein bisschen schwierig, wenn man jetzt, wenn Leute einfach zum Beispiel mit einem Apache Default HTTP-Client daherkommen, dann ist es für JQ Assistant aus der statischen Codeanalyse heraus nicht mehr erkennbar, wo so ein Request hingeht. Gibt es verschiedene Varianten, das zu lösen. Eine Variante, leider noch nicht umgesetzt ist, es wäre theoretisch möglich, auf der Ebene von Kubernetes zum Beispiel zu tracken, welcher Service redet mit wem und das in die Datenbank mit reinzubekommen. Eine andere Variante, das ist dann so ein bisschen Disziplin, um die es geht, ist zu sagen, man reichert den Code mit Annotationen an und sagt, dieser Codeblock ist ein Adapter, der mit einem anderen REST-Service redet und gibt der Annotation halt einen Namen mit einem Identifier, eine URL, sodass das dann zusammengebracht werden kann. Okay. Cool. Und das hat eben damit zu tun, dass ihr quasi Methodenbodies nicht passt, sondern dass ihr maximal auf Methodenebene die Informationen rauskriegt? Ja, nicht ganz. Die Methodenebene ist nicht das Problem. Das Problem ist eher das Thema statische Codeanalyse an sich, weil URLs sind halt Stringverknüpfungen, die irgendwie zusammengebaut werden können. Und wir müssten in der statischen Codeanalyse den gesamten Datenfluss tracken, der in so einer Methode eine Rolle spielt, die so einen HTTP-Request absetzt. Und das ist einfach technisch zu aufwendig. Deswegen haben wir das außen vor gelassen. Ja, trotzdem cool mit dem Hinweis, eben, dass es mit Fane funktionieren könnte oder mit Annotationen und so. Ja, wunderbar. Dankeschön. Wir haben eine Frage vom Simon und er fragt, kann JQ Assistant Abhängigkeiten zwischen Klassen über einen Generic Type erkennen? Zum Beispiel Listen von Personen und so? Die Antwort ist ein klares Jein. Was leider im Graphen noch nicht modelliert ist, ist aber ein Feature-Request, was der recht nahe an der Umsetzung ist. Das ist tatsächlich generische Typen, also ein Feld vom Typ Liste, wo der parametrisiert ist mit Personen. Aktuell sieht man im Graphen nur eine Liste. Was man aber schon sieht, ist, wenn eine Abhängigkeit zur Person existiert, über so ein Typparameter, gibt es eine Depends-on-Beziehung zwischen dem Typen. Also angenommen, man hat eine Klasse Gruppe, die eine Liste von Personen definiert, dann hat Gruppe eine Depends-on-Beziehung zur Person. Man weiß bloß nicht, wo sie herkommt. Das sieht man im Graphen aktuell nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Feature-Request, der da ist, den wir auch dringend brauchen, umgesetzt zu werden. Also damit ist hoffentlich zeitnah zu rechnen. Dankeschön. Ich möchte jetzt das Ganze nicht nochmals irgendwie künstlich verlängern, sondern ich würde sagen, wir lassen mal den Stefan ran, dass er seinen Talk machen kann, dann gibt es sicher nochmals eine Q&A und sonst, falls auch Fragen auftauchen, können wir die ja dann auch im Wonder miteinander noch klären. Dankeschön und danke. Bis gleich. Ciao, wunderbar. Ich hoffe, man hört mich. Ich teile gleich mal den Bildschirm. So. Gut. Ich sehe, dass ihr theoretisch was sehen solltet. Ich hoffe, das stimmt auch so. Dirk hat ja bereits die Einleitung über Buschmeiß gemacht. Die würde ich mir jetzt einfach mal sparen, um euch nicht zu langweilen. Ich möchte euch gerne heute mal einen Anwendungsfall für JQ Assistant vorstellen, mit dem wir in diversen Kundenprojekten selber auch schon gut gefahren sind. Und da geht es um die Anwendungsmodernisierung, in dem Fall von Java-Anwendungen, mittels sogenannter Architecture Decision Records. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Erkläre ich aber, wie gesagt, jetzt hier auch nochmal. Gut, Anwendungsmodernisierung. Ich möchte nicht lange drum herum reden, was das ist und warum man das braucht, sondern nur eine kurze Einführung geben, um dann direkt zum Doing zu kommen. Anwendungsmodernisierung, warum ist das relevant? Nun, wir haben natürlich den Faktor, dass Software kontinuierlich weiterentwickelt wird, ansonsten wäre die Software vermutlich nicht mehr verwendet und dann braucht man sich auch nicht wirklich um Softwarequalität Sorgen zu machen, wenn die nicht Verwendung findet. Das Problem, das kennt sicherlich der ein oder andere von euch, dass die Weiterentwicklung häufig zulasten der Qualität geht und wir dadurch auch eine Erosion der Softwarearchitektur selber bekommen. Sprich, so dieser Gap zwischen dem, was ich mir mal als Soll-Architektur überlegt habe und der implementierten Ist-Architektur wird immer größer. Problematisch wird, wenn man diesem voranschreitenden Prozess, der ganz natürlich ist, ignoriert, bis es nicht mehr weitergeht und so natürlich immer mehr technische Schulden aufbaut, bis der technische Schuldenberg so hoch ist, dass man den gar nicht mehr abbauen kann, wirklich.
Und dieser Modernisierungsdruck ist, wie gesagt, ganz natürlich. Der kommt durch externe und interne Faktoren. Das können neue Anforderungen sein, neue Technologien, die ich einsetzen möchte. Sprich, ich muss Technologie A zu Technologie B migrieren. Neue Konkurrenten, die auf einer grünen Wiese starten und da natürlich wesentlich schneller erstmal mit neuen Features vorankommen als wir, die vielleicht schon seit 10 Jahren an dem System entwickeln. Und dann natürlich auch so interne Faktoren hinsichtlich Kostenoptimierung und Prozessoptimierung. Ich habe ja schon gesagt, durch diese gesamten Faktoren bauen wir über die Zeit einfach eine technische Schuld auf und wir haben einen gewissen Modernisierungsdruck, der unschaffbar werden kann, wenn man nicht reagiert. Deswegen ist es immer ganz gut, das kontinuierlich umzusetzen, sprich eine kontinuierliche Modernisierung einzuplanen, auch in den Projektplan. Das Problem daran ist allerdings, und das können sicherlich die ein oder anderen von euch bestätigen, man wird sehr viele Schwierigkeiten haben, sich einfach mal für ein halbes Jahr mit seinem Team einsperren zu dürfen, dann die Anwendung aufzuräumen und nach einem halben Jahr vielleicht erfolgreich zurückkommen zu können, sagen, hey, wir haben jetzt eine super schöne Softwarearchitektur implementiert. In der Zwischenzeit haben wir dann nämlich keine Features entwickelt, was im Endeffekt bedeutet, wir haben kein Geld verdient mit unserem Produkt oder wir konnten interne Prozesse damit nicht weiter unterstützen. Deswegen brauchen wir eine parallele Modernisierung zu der Feature-Entwicklung und da geht eigentlich auch schon das Problem los. Wir haben jetzt einfach mal hier so den Masterbranch, sagen wir mal, das ist dann der Hauptbranch, wo die Versionen dann immer ausgerollt werden auf der Basis. Man hat dann typischerweise wiederum Feature-Branches, von denen man, die man abzweigt. Und wir sagen, wir haben so einen Modernisierungsbranch, habe ich jetzt mal Architecture genannt. Dann kommt über die Zeit natürlich immer mal wieder ein neuer Feature-Branch, gerade wenn mehrere Entwickler dann daran arbeiten, die werden abgebrancht. Man wird dann zurück in den Master. Es kommen immer wieder neue Features hinzu. Und das Problem ist, dieser Modernisierungsbranch kommt dann natürlich in den Status, wo er einfach nicht mehr synchron ist mit dem Master und man muss dann natürlich jedes Mal wieder zurückmergen. Das Problem hieran ist, dass man, während man auf dem Architecture-Branch aufräumt, man auf den Feature-Branch quasi parallel dazu die Code-Strukturen wieder einreißt, einfach weil hier natürlich keine Synchronisation zwischen erfolgt zwischen dem Feature und dem Architecture-Branch, sondern eben nur in die eine Richtung erstmal, wodurch häufig solche Refaktorisierungsbranches zu so einer unendlichen Geschichte werden und das dann irgendwann entweder gar nicht gemerged wird oder mit nur einem riesengroßen Aufwand zurück integriert werden kann. Das Problem ist also, dass wir durch diese parallele Entwicklung von Features und der Architekturarbeit den Faktor haben, dass Entwickler gegeneinander arbeiten, der auch Integrationsaufwand steigt und naja, es wird dann, wie gesagt, zu so einer endlosen Geschichte. Was gegebenenfalls auch Spannungen im Team erzeugen kann, das ist dann nochmal ein wichtiger Faktor, der auch nicht zu unterschätzen ist. Jetzt hört sich das ja erstmal relativ negativ an. Entscheidend ist aber, wenn man eine Anwendung modernisieren möchte, dass das eine Chance ist, eine Chance für die Anwendung selber, aber auch eine Chance für die Redokumentation der Anwendung und damit auch eine Chance für die Kommunikation zwischen der Feature-Entwicklung und der, ich sage jetzt mal, Architekturmodernisierung liefert. Denn Dokumentation über Architekturentscheidungen sind natürlich eine wichtige Diskussionsgrundlage und eine Kommunikationsgrundlage, womit man auch als Entwickler, der an der Modernisierung arbeitet, den anderen Entwicklern verdeutlichen kann, hey Leute, wenn ihr neue Features entwickelt, achtet bitte da und darauf. Und dafür haben sich Architecture Decision Records im Praxiseinsatz bei uns in verschiedenen Kundenprojekten als leichtgewichtige Variante bewährt. Sagt vielleicht der ein oder andere, ja, Architecture Decision Records, was ist denn das jetzt? Das ist ein Begriff, den hat Michael Neigert im Jahr 2011 in einem Blogpost von ihm geprägt. Ist also auch schon nicht mehr neu, ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Und in dem Blogpost sind so 3 interessante Zitate drin, die ich ja mal mit aufgebracht habe. Zum einen, dass
Dokumentation dem Team helfen kann, dem Team einen Benefit bringen kann, aber nur, wenn man die Dokumentation aktuell hält. Das hat ja Dirk auch schon so ein bisschen in seinem Vortrag angedeutet. Ich habe ein riesengroßes Dokument. Ich weiß nicht mehr, ob das selber aktuell ist. Und im Zweifel gucke ich da erst gar nicht rein als Entwickler, weil ich sowieso nochmal selber nachprüfen müsste, ja, ist das jetzt wirklich so implementiert oder nicht. Geht einher mit, dass große Dokumente sowieso nicht aktuell gehalten werden können. Ich hatte jetzt mal den Fall der Architekturdokumentation zu reviewen, die in Word geschrieben war und 270 Seiten umfasste. Und da hat man auch in dem Dokument schon, das war nach ACT 42 strukturiert, gesehen, die Kapitel, die später geschrieben wurden, die hatten einfach einen logischen Bruch zu den Kapiteln, die eher geschrieben wurden, einfach weil sich da schon was geändert hat über die Zeitleiste. Und das ist auch nochmal so ein Faktor, der trat jetzt bei mir leider nicht an, weil ich lesen musste, um meine Arbeit mit Shaker Assistant umsetzen zu können. Niemand liest große Dokumente. Niemand möchte das lesen, weil das ist ein riesengroßer Aufwand, sich dort einzuarbeiten. Dann muss man immer noch prüfen, ja, ist es jetzt wirklich für mich relevant? Und ist es auch aktuell, mal ganz abgesehen davon natürlich von dem Pflegeaufwand. Und das ist ja sowieso so ein Aspekt, Dokumentation schreiben, wenn man sowieso schon den Druck hat, Features zu entwickeln, fällt dann häufig mal am Ende runter, was zugegebenermaßen sehr schade ist, aber häufig Realität. Und da kommen Situationen zustande, gerade wenn man als Entwickler in den Projekten neu einsteigt oder wenn wir jetzt in ein neues Kundenprojekt einsteigen, zur Architekturberatung zum Beispiel, dass man so auf den Code guckt und sich fragt, okay, warum ist das jetzt eigentlich so implementiert? Warum haben wir so eine Package-Strukturierung? Was soll mir das sagen? Warum habe ich jetzt hier Interfaces und verwende nicht gleich eine konkrete Implementierung? Dann möchte ich vielleicht versuchen, das in der Dokumentation nachzuvollziehen. Und die Dokumentation steht entweder nicht zur Verfügung für diesen Aspekt, sprich, es gibt dazu keine Dokumentation, oder aber es stimmt nicht überein mit dem Code. Dann ist natürlich die Frage, näher, was mache ich? Finde ich einen Entwickler, der sich noch damit auskennt? Kann der dann sich noch daran erinnern, warum wurde das so gemacht? Vielleicht war es auch nur eine implizite Entscheidung, die damals getroffen wurde. Kann auch sein. Muss ja nicht immer eine explizite Architekturentscheidung sein. Und dann stellt sich die Frage, näher, akzeptiere ich das jetzt einfach so? Oder ändere ich das? Was natürlich auch riskant sein kann, gerade vielleicht, wenn man eine spezifische Framework-Version oder so ausgewählt hat, weil da vielleicht wirklich ein technischer Grund dahinter lag. Das bedeutet, um erfolgreich uns in den Anwendungen fortbewegen zu können, gerade als neuer Entwickler im Team, um erfolgreich auch die Architektur aktuell halten zu können und zu vermeiden, dass eine Erosion innerhalb der Softwarearchitektur entsteht, benötigen wir Dokumentation, welche Entscheidungen explizit festhalten muss. Sprich, ich muss die impliziten Entscheidungen, die wir in der Architekturarbeit Tag für Tag eigentlich treffen, explizit festhalten, dokumentieren, den Kontext der Entscheidung darlegen. Sprich, in welchem Kontext ist diese Entscheidung gültig und warum ist diese zustande gekommen? Wichtig für die Entwicklung ist dann natürlich, was hat diese Entscheidung für Auswirkungen auf mich als Entwickler? Und die sollte leichtgewichtig sein. Es hilft mir dann nicht, im SharePoint nachgucken zu müssen oder in irgendeinem anderen Wiki, mir das dann raussuchen zu müssen, dort nachlesen zu müssen und das dann mit dem Code vergleichen. Es wäre als Entwickler doch viel besser, wenn ich die Architekturentscheidungen direkt leichtgewichtig, zum Beispiel auch im Repository mit eingecheckt habe, wo ich dann sehen kann, okay, diese Entscheidung ist zu dem Zeitpunkt zustande gekommen und der Code, den ich mir betrachte, der ist vorher oder nachher entstanden. Dafür, wie gesagt, sollen Architecture Decision Records eine Lösung bieten und Architecture Decision Records sind in der Tat leichtgewichtige Dokumente, welche Architekturentscheidungen dokumentieren, wobei ein Dokument, ein ADR, immer nur eine Entscheidung dokumentiert, damit relativ klein ist, übersichtlich und auf ein spezifisches Problem fokussiert ist. Und der Aufbau von ADRs, ich habe jetzt mal die klassische Variante von Michael Neigert hier gewählt. Es gibt auch noch andere Varianten, wo man bis zu, ich glaube, 10 Untergruppierungen hat. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Überschrift, die ist dann typischerweise nummeriert.
damit man das so in der Historie betrachten kann, okay, welche Architekturentscheidung kam wann und welche bauen vielleicht aufeinander auf. Mit einem Titel, eine Statuszahl, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wie gesagt, der Kontext, welcher Gründe und die Motivation für die Entscheidung liefert, zum Beispiel ein konkretes Problem, in was ich gelaufen bin, oder konkrete Probleme, welche entstehen könnten, wenn es diese Entscheidung nicht gibt. Und der Kontext, in welchem die Entscheidung schlussendlich gültig ist, zum Beispiel in spezifischen Anwendungsteilen, in spezifischen technischen Layern oder in spezifischen bauenden Kontext zum Beispiel. Dann die Entscheidung selber. Da soll man, ja, wie gesagt, wie der Name schon sagt, die Entscheidung beschreiben. Am besten immer in aktiver Sprache den Leser wirklich direkt ansprechen. Denn der Leser soll, der ja dann typischerweise der Entwickler ist, soll wissen, auf was er in der Implementierung achten muss. Schlussendlich gibt es dann noch so einen Konsequenzenabteil, wo man auf mögliche und existierende Probleme hinweisen sollte, zum Beispiel aktuelle Verletzungen, wenn man sagt, okay, diese Entscheidung wird an der Stelle bereits verletzt, dann kann man das hier niederschreiben. Ich kann aber an der Stelle dann auch direkt Actions definieren, um eben genau diese Verletzungen sichtbar zu haben und dann auch abmanagen zu können. Habe ja schon gesagt, Architecture Decision Records besitzen so einen Status. Der Status ist dazu da, um die Historie der Entscheidungen nachvollziehbar zu haben, um herauszufinden, welche Entscheidungen noch relevant sind und welche aktuell sind. Wir haben dann hier so ein Statusmodell mit 4 Schritten, einmal proposed, sprich, das ist eine Entscheidung, die schlage ich meinem Team vor, die diskutieren wir dann und entweder die Architekturentscheidung oder der Vorschlag davon wird akzeptiert, dann ist sie eben gültig für mein Projekt, beziehungsweise abgelehnt, dann ist sie für mein Projekt eben nicht gültig. Da ist dann die Frage, möchte man das noch mit beibehalten oder löscht man das ADA einfach, das ist so ein bisschen die Geschmackssache. Ist durchaus okay, das dann auch mit zu löschen. Und es kann dann natürlich auch mal passieren, dass eine Entscheidung irgendwann nicht mehr valide ist, weil sie vielleicht für ein spezifisches Framework getroffen wurde, welches ich nicht mehr einsetze, für eine spezifische Datenbanktechnologie oder weil sich einfach die Grundsatzentscheidung dahinter geändert hat, dann würde man die eben auf superseded bzw. abgelöst setzen und dann so erkennen können, okay, die Entscheidung war mal gültig, deswegen kann es immer noch sein, dass ich Code dieser Art finde. Und hier könnte man dann auch linken, durch welches ADR wurde sie denn ersetzt, sodass man dann auch gucken kann, okay, wie soll ich es jetzt machen? Ich habe ja schon gesagt, es ist eine relativ hohe Hürde für den Entwickler, für Sachen, die er im Code findet, jedes Mal ins Confluence, ins Wiki oder auf den SharePoint gucken zu müssen und da PowerPoint-Präsentationen oder Word-Dokumente zu durchwühlen. Deswegen ist es eine schöne Sache, diese Architecture Decision Records direkt mit in das Versionskontrollsystem zu legen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht in den Projekten, wo wir es eingesetzt haben. Und die Entwickler, es war zumindest das Feedback, was wir bekommen haben, haben dann auch in der Tat dort reingeschaut, gerade wenn die sich eingearbeitet haben, schnell mal rübergeschaut in den Ordner, wo die ADRs dann liegen. Also das macht dann durchaus Sinn, gerade weil es auch leicht zu konsumieren ist. Jetzt ist noch so die Frage, naja, okay, Architekturentscheidungen, Architecture Decision Records und Modernisierung, wie passt das jetzt zusammen? Sehr gut passt es zusammen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ist jetzt nicht aus einem Kundenprojekt explizit, sondern alles ein bisschen abstrahiert. Wir nehmen mal an, es gibt so einen Online-Shop. Online-Shops sind immer schöne Beispiele für Vorträge, weil man sich da die Struktur gut vorstellen kann. Besser als Software aus der Halbleiterindustrie, wie ich mittlerweile weiß. Da gibt es vielleicht einen Produktkatalog, einen Warenkorb, Nutzerkonten, Management, eine Bestellabwicklung, was man eben so in einem Online-Shop benötigt. Und man kann sich das ja so vorstellen, so im Rahmen von DDD, das sind so verschiedene bounded Contexts, da arbeiten vielleicht auch verschiedene Teams dran. Es ist aber noch ein monolithisches System. Wir haben jetzt noch keine Microservices hier dahinter. Wir haben aber festgestellt, unsere Oracle-Datenbank, unsere relationale Datenbank
die dahinter liegt, die ist aufgrund Performance und Pflegeaufwänden und weil der Produktkatalog mal exkludiert werden soll in den separaten Microservice, nicht mehr 100% passend für den Produktkatalog, sondern wir wollen statt der relationalen Datenbank eine dokumentenbasierte Datenbank einsetzen. Wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber an, dass bereits eine Evaluation erfolgte und auch ein Proof of Concept erfolgreich umgesetzt wird. Die Freiheit würde ich mir jetzt mal geben für den Vortrag. Und jetzt ist ja der Punkt, so eine Datenbanktechnologie tauscht man nicht einfach mal so aus, gerade wenn man von unterschiedlichen Arten der Datenbank, also relational auf der einen Seite und dokumentenbasiert auf der anderen Seite spricht. Dafür ist natürlich ein bisschen Vorbereitung notwendig. Und da muss man sich überlegen, okay, diese Architekturentscheidung, die ich jetzt natürlich auch wieder in den ADR dokumentieren kann und sollte, hat ein paar Implikationen. Zum Beispiel, dass eine dokumentenbasierte Datenbank eine Aggregatbildung im Modell erfordert und dass Deep Linking zwischen verschiedenen Aggregaten verboten ist. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht, was eine Verletzung darstellen würde. Wir haben irgendwie so ein Aggregat-Category, wir haben Aggregate namens Produkt und so eine Kategorie hat ja typischerweise Optionen oder ja, Produktoptionen, die man auswählen kann, wonach man dann filtern kann, Displaygröße bei einem Fernseher zum Beispiel oder nach spezifischen Anschlüssen. Und so ein Produkt hat natürlich auch Produktoptionen, hat aber dann noch spezifische Werte dahinter. HDMI 1.4 zum Beispiel dann als konkrete Ausprägung für einen Anschluss. Ich hätte so unterschiedliche Aggregate, die natürlich auch einen eigenen Lebenszyklus haben. Und ich hätte hier so einen Deep Link von dem einen Aggregat in der Entity eines anderen Aggregats drin. Das sollte man in dem Fall vermeiden bei der dokumentenbasierten Datenbank. Das so als Grundlagenbeispiel mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das werden wir gleich nochmal aufgreifen. Jetzt ist die Herausforderung, mal abgesehen davon, dass es natürlich was relativ Komplexes ist, eine Datenbanktechnologie auszutauschen, dass wir parallel dazu natürlich weiter neue Features entwickeln müssen. Klar, unsere Kunden wollen weiter in unserem Shop einkaufen und man möchte den Kunden natürlich auch immer neue Sachen bieten, neue Features bieten, um das Einkaufserlebnis so einfach wie möglich zu gestalten. Deswegen haben wir hier natürlich den Punkt, den ich eher schon skizziert habe. Auf der einen Seite entwickeln wir Features, auf der anderen Seite arbeiten wir an der Umsetzung von Architekturentscheidungen. Wie bekommen wir das zusammen, dass wir uns nicht im Weg gegeneinander stehen? Wie bekomme ich die Umsetzung planbar? Sprich, was entsteht für einen Aufwand, in dem Beispiel mit den Deep Links eben? Wie viele Deep Links zwischen Aggregaten gibt es denn aktuell zum Beispiel in unserem Datenmodell? Das ist eine Sache, die man vorher durchaus mal betrachten kann, um dann auch genauer schätzen zu können. Und man möchte natürlich auch Monitoring der Fortschritte erreichen, wenn man sagt, okay, ich habe, um die Datenbanktechnologie auszutauschen, die und die Dinge umzusetzen, dann möchte ich natürlich immer im Blick behalten, wie weit bin ich bereits und wie lange werde ich noch benötigen. Ungünstig ist dann immer so eine Aussage, näher, ich schätze mal, ich brauche so 2 Wochen, das macht man 3-mal und irgendwann glaubt es der Projektleiter nicht mehr. Da ist es eine schöne Sache, wenn man das mit Zahlen untermauern kann. Der hat ja schon so ein paar Anreize gegeben, was man mit jQuery Assistant machen kann und genau darauf zielt das ja auch wieder ab. Ich hatte ja so die 3 Punkte auf der Introfolie, pragmatisch, praktisch, erfolgreich, und die wollen wir jetzt mal durchgehen. Zum einen pragmatisch, in dem Fall von dem Beispiel bleiben wir jetzt, sind Architecture Decision Records zum einen natürlich klein. Und wenn ich die jetzt nicht gerade mit Word oder PowerPoint umsetze, was mir natürlich so ein bisschen den Benefit kaputt machen würde, und die sind auch schlecht versionierbar in dem Git-Repository, ich die aber zum Beispiel mit ASCII-Doc umsetze, das hatte Dirk ja bereits präsentiert, da habe ich eine leichtgewichtige Variante, das zu dokumentieren. Die sind versionierbar. Ich habe am Ende verschiedene Ausgabeformate. Ich kann das als HTML-Seite rendern, wie es Dirk schon gezeigt hatte. Ich kann mir die leicht in der IDE anschauen. Es gibt für IntelliJ und für Eclipse auch Plugins, welche ASCII-Doc-Dateien direkt rendern können. Und man das dann direkt ordentlich gerendert sich in der IDE angucken kann, was super Vorteil ist, weil man da als Entwickler so in seiner Umgebung bleibt. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht für
und sein Anwendungsfeld der Migration der Datenbanktechnologie. Ich habe es ein bisschen kürzer gefasst, weil so eine PowerPoint-Folie ist auch nicht endlos groß. Wir haben den Kontext, das wäre eben die Migration der Datenbank des Produktkatalogs. Wir haben die Entscheidung, wir müssen Aggregate bilden und es sind keine Deep Links erlaubt und das Konsequenzen hätten wir in dem Fall, dass eben alle Entitäten nur durch ein Aggregat referenziert werden dürfen, sprich das Deep Linking vermieden werden muss und dass existierende Deep Links natürlich aufgelöst werden müssen, was dann so quasi die Action ist, welche ich schon angeteasert habe. Hier vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, es macht sich auch gut, das habe ich jetzt hier auch wegen Platz weggelassen, zu unterscheiden zwischen für existierender Code, was hat diese Entscheidung für Auswirkungen auf meinen existierenden Code und was hat die Entscheidung für Auswirkungen auf zukünftige Implementierungen. Das könnte man hier nochmal unterscheiden. Auf der einen Seite dann checken, okay, das sind die Stellen, an denen ich bereits Verletzungen habe, die ich auflösen muss und eben im Fall von Feature-Entwicklung darf ich keine neuen Deep Links mit implementieren und da bräuchte ich dann natürlich auch eine Regel, die das absichert. Vom Prozess her hilft es dann natürlich nicht, wenn ich leichtgewichtige Architecture Decision Records mit ASCII-Doc habe, aber ich habe so einen riesengroßen Prozess in meiner Organisationsstruktur drin, wo es dann wochenlang dauert, bis ich das durch habe. Mein Tipp, was ich so über die Zeit gelernt habe in den Projekten, die wir gemacht haben, haltet den Prozess möglichst schmal. Wichtig ist, dass die Beteiligten über die Entscheidung informiert werden, damit sie dann am Ende auch wissen, ah, okay, da gibt es eine neue Entscheidung, daran sollte ich mich jetzt halten. Wie man das machen kann, da schauen wir gleich nochmal drauf. Typischerweise sieht es dann so aus, als Entwickler oder als Architekt im Team würde man eben so ein Proposal erstellen. Das würde man dann einer Menge an Leuten präsentieren. Das muss nicht das gesamte Team sein. Bei uns hat so bis 15 Leute im Team noch funktioniert, dass man sich da einmal die Woche eingefunden hat, um solche Entscheidungen zu diskutieren. Wenn man jetzt aber eine Teamstärke von 30, 50 oder 100 Leuten hat, funktioniert das natürlich nicht mehr, alles live zu diskutieren. Da hat man vielleicht auch eher eine ausgewählte Gruppe an Entwicklern und Architekten, mit denen man das diskutiert. Das würde man denen vorschlagen. Dann kann man das natürlich noch verfeinern, beziehungsweise am Ende auch ablehnen, wenn es denn notwendig ist. Wir gehen jetzt mal von dem Gutfall aus und sagen, unsere Architekturentscheidung wurde akzeptiert, sprich, wir dürfen wirklich keine Deep Links mehr im Code haben. Ja, hier nochmal der Hinweis, es müssen nicht alle im Team an der Entscheidung beteiligt sein. Manchmal muss man solche Architekturentscheidungen, wenn die sinnvoll sind für die Zukunft von der Anwendung, einfach auch forcieren. Damit will ich nicht sagen, dass man einfach Feedback ignorieren sollte, also immer schauen, wenn da konstruktives Feedback zurückkommt, dann auch nochmal drüber nachdenken und das gegebenenfalls einarbeiten. Die Arbeit mit ADRs kann man sich zusätzlich noch vereinfachen. Ihr habt ja gesehen, ich hatte das Template für ADRs hier in der PowerPoint-Präsentation. So ein Template als ASCII-Doc kann man natürlich auch direkt mit einchecken in das Repository, sodass, wenn man sich ein neues ADR stellen möchte, man davon einfach nur kopieren muss, dann den Inhalt einpflegen und dann hat man da schon ein bisschen Arbeit gespart. Hilfreich ist es auch, die ADRs thematisch nochmal in Unterordnen zu strukturieren. Ansonsten wird das über die Zeit sehr unübersichtlich, wenn man dann so 100 Dokumente hintereinander weg hat und nur nummeriert, findet man es irgendwann nicht mehr, was man wirklich in welchem Bereich hat. Typischerweise haben wir dann so Unterordner für Persistenz, für Logging, für Exception Handling, Entscheidungen, die Anwendungsstruktur betreffen, Modellierung mit Bounded Context zum Beispiel. Und die Abhängigkeiten zwischen den Bounded Context ist relativ häufig bei uns im Einsatz gewesen. Es sollte ein klarer Prozess da sein. Wie gesagt, ein leichtgewichtiger Prozess von der Idee zum finalen ADR, dass man als Entwickler auch motiviert dazu ist, neue Architekturentscheidungen einzubringen. Also es müssen dann nicht nur die Architekten machen, sondern auch die Entwickler sind dann natürlich dann angehalten, Ideen einzubringen, beziehungsweise auch wenn sie darüber stoßen, dass bestimmte Fälle immer gleich implementiert sind, dafür vielleicht auch mal eine Architecture Decision Record nachträglich zu erstellen. Also im Sinne von Redokumentation schadet auch nicht. Wir müssen immer dran denken, Dokumentation schreibt Wissen fest und macht es dann auch für neue
Entwickler im Team verfügbar. Zusätzlicher Tipp, achtet so ein bisschen auf die IDE-Integration. Also für alle großen IDEs gibt es eigentlich ein ASCII-Doc-Plugin, was das ASCII-Doc ADR dann auch direkt rendert in der IDE. Das macht dann die Arbeit auch nochmal ein bisschen einfacher. Dann sind ADRs ja wohl praktisch, wie ich festgestellt habe, beziehungsweise wie ich das definiert habe in meinem Vortragstitel. Und das kann man in der Tat so gestalten, indem man nämlich die ADRs in dem Code-Repository ablegt. Damit sind sie sehr nah am Code dran und die Hürde für den Entwickler ist sehr gering, da nachzuschauen. Vorteil ist auch, dass es zusätzlich noch in Git versioniert ist. Sprich, ich kann auch schauen, dieses ADR ist am, sagen wir mal, 5. Januar 2021 niedergeschrieben worden und der Code, den ich gerade betrachte, der ist am 20. Januar 2021 entstanden. Dann weiß ich, okay, da war die Entscheidung schon gültig und vielleicht wurde sie an der Stelle gar nicht eingehalten. Das kann ich hier wunderbar nachvollziehen. Und das ermöglicht mir auch die Integration mit Rendering-Plugins und natürlich mit jQuery Assistant. Das soll natürlich nicht zu kurz kommen, wo man natürlich auch dann das ASCII-Doc-Rendering mit drin haben. Da zeige ich dann gleich noch ein Praxisbeispiel. Von der Struktur her, ja, so die typische jQuery Assistant-Ordnerstruktur. Wir hatten hier so einen jQuery Assistant-Ordner, das kennt ihr jetzt schon aus dem ersten Vortrag. Gegebenenfalls einen Unterordner, wo wir die ADRs einstrukturieren und hier vielleicht nochmal Unterordner für die jeweiligen Kategorien. Aber ist ja jetzt ein Vortrag, also halten wir es einfach. Wir brauchen natürlich so den Index.adoc als Einstiegspunkt, die dann die anderen ASCII-Doc-Dateien inkludieren. Dafür gibt es dann auch Mechanismen, um so eine Komposition der Dokumente hinzubekommen. Und daneben liegt dann natürlich der Code und meine, im Falle von maven.pom.xml. So würde das aussehen und so könnte man dann Schritt für Schritt neue Architecture Decision Records an der Stelle hinzufügen. Genau, das würde ich mal fix zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier alles. Ja, genau. Die Struktur auf der linken Seite, das ist quasi das, wie ich es bereits gezeigt habe. Ich kann in IntelliJ leider hier am Rand nicht reinzoomen. Ich kann nur hier reinzoomen. Wir hatten jetzt hier mal so die Index.adoc und auf der rechten Seite das vorgerenderte. Ihr seht, das ist relativ ähnlich zu dem, was Dirk im Browser gezeigt hatte. So ein bisschen Prosa davor, für was ist denn die Dokumentation überhaupt? Das ist hier für einen Shopheiser, das ist unser Beispiel-Shop-System. Bemerkung machen, ist ein reales Open-Source-Shop-System. Also wenn ihr mal einen Online-Shop selber bereitstellen wollt, dann schaut euch das an. Bewerten würde ich jetzt die Codebasis nicht. Das ist nicht Ziel von dem Vortrag. Genau. Und dann hätten wir hier so eine Tailview of Content mit drin, weil ich es angegeben habe. Und ich hätte hier so eine Unterkategorie Architecture Decision Records. Und ihr seht schon, hier ist so ein bisschen Prosa mit dabei, weil es hilfreich ist, auch nochmal niederzuschreiben, was sind denn eigentlich Architecture Decision Records, weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass jeder Entwickler das immer weiß, gerade wenn jetzt mal ein neuer Entwickler reinkommt und der kennt die Historie nicht von dem Projekt, ist es schön, das nochmal niedergeschrieben zu haben. Und ich habe hier auch direkt das Template mit drin, was die Entwickler sich dann rauskopieren können. Und ich habe ja auch den Prozess beschrieben, wie man denn ein ADR anlegt, was man machen muss und was man machen muss, wenn man ein ADR aktualisieren möchte. Noch eine Bemerkung zu dem Aktualisieren der Architecture Decision Records. Das ist immer so eine heiße Debatte, die man da führt. Auf der einen Seite ist das natürlich eine Entscheidung, die wurde in der Vergangenheit getroffen und Michael Neigert sagt auch, ADRs sind fest, die soll man nicht mehr verändern, abgesehen von dem Status, also dann auf superseded setzen, wenn sie abgelöst wurde. Ich persönlich bin da ein bisschen pragmatischer, wenn sich nur so kleine Sachen dran ändern oder wenn man mal den Fehler findet in der Formulierung oder wir haben dann noch das Beispiel, dass wir jQuery Assistant Konzepte und Regeln mit einfügen, wir diese Regeln aktualisieren müssen, dann würde ich auch den Schritt gehen, das ADR direkt zu aktualisieren. Ist ja nochmal festgehalten. Den Code, da gebe ich euch nochmal einen Link in der PowerPoint. Das könnt ihr euch dann auch im GitHub anschauen. Habt ihr so ein bisschen den Einstiegspunkt und könnt euch das natürlich dann auch kopieren, wenn ihr möchtet. Hier liegt dann dieses ADR.adoc drin. Ich öffne das mal fix, wo eben genau der Prozess drin steckt. Und das Template nochmal separat,
sodass ihr euch das rauskopieren könnt. Genau. Dann wechsle ich mal zurück. Das klappt ja wunderbar. Ich bin begeistert. Ja, irgendwann hat man sich dann auch mal eingespielt mit der gesamten Remote-Vortragshalterei. Dann funktioniert das auch flüssig. Jetzt sind Architecture Decision Records ja nah am Code. Die Frage stellt sich aber genauso noch wie bei Dokumenten, die ich in Word niedergeschrieben habe und in PowerPoint oder in SharePoint, Confluence, wo auch immer liegen. Wer prüft denn eigentlich die Aktualität und auch die Relevanz der Regeln oder der Entscheidungen? Wer weist denn den Entwickler darauf hin, dass ich eine Regelverletzung eingebracht habe? Das kann man vielleicht in einem Pull-Request-Review machen, aber auch da denkt man als Reviewer nicht immer an alle Architekturentscheidungen, die man mal getroffen hat. Das vergisst man auch mal oder übersieht es eben im Eifer des Gefechts. Und wer überprüft denn die Fortschritte und zeigt denn auch verbleibende Aufwände auf? Sprich, ich habe jetzt Verletzungen, ich habe Deep Linkings drin. Wie kann ich denn checken, wie viele ich noch habe, wie viel Aufwand ich da noch investieren muss? Und da ist die Antwort, Überraschung, das kann sich jetzt bestimmt niemand denken, jQuery-Assistant. jQuery-Assistant wurde jetzt schon vorgestellt. jQuery-Assistant ermöglicht mir in dem Rahmen natürlich die Identifikation von Architekturkonzepten im Code, also zum Beispiel Aggregate, Bounded Context, Elemente aus CQRS zum Beispiel, je nachdem, was ich eben für Architektur-Pattern einsetze. Und es ermöglicht mir auch die Überprüfung von definierten Architekturregeln, zum Beispiel, dass ich eben kein Deep Linking zwischen Aggregaten haben möchte. Wie könnte jetzt so ein Konzept aussehen? Nun, wir müssen natürlich die Aggregate irgendwie markieren, ansonsten wird es relativ schwierig, dann herauszufinden. Nach dem Java-Scan hat man die Information natürlich noch nicht da. Was man aber machen könnte, man könnte die Klassen, welche Aggregate darstellen, mit einer Annotation versehen, die eben Aggregate heißt oder Aggregate Root, wenn man ganz genau sein möchte. Und dann hätte man diese Struktur im Graph, also wir haben irgendwie einen Typknoten, sagen wir mal als Product, as annotated by, eine Annotation vom Typen Aggregate. Das heißt, diese Product-Klasse, die hier dahinter liegt, ist so ein Aggregate. Und das kann ich natürlich anreichern, nämlich, dass ich hier noch so ein Label hinzufüge, dass es sich um ein Aggregate handelt. Von der Cypher-Query relativ übersichtlich. Wir haben hier einen Match eben für genau diese Graphstruktur. Wir prüfen hier den Namen von der Annotation, ob denn das Aggregate entspricht, und wir reichern das Label an den Produktknoten bzw. an allen Knoten, die dieses Pattern im Graphen erfüllen, an und geben dann am Ende den Typnamen zurück. Hier der Hinweis, das ist so ein bisschen Übungssache, solche Cypher-Abfragen zu schreiben natürlich. Irgendwann kennt man dann auch das Graph-Modell in- und auswendig. Dann geht das relativ fix. Am Anfang ist das in der Einstiegshürde definitiv. Vom Lesen her bekomme ich zumindest als Feedback immer, dass es relativ übersichtlich ist, wenn man mal so ein bisschen drauf schaut. Deswegen geht auch gerne mal den Aufwand und schaut euch mal so ein paar Beispielabfragen an und versucht die mal nachzuvollziehen und sich so ein bisschen Gedanken über das Graph-Modell zu machen, was dahinter steckt. Und dann kommt man auch mit begrenztem Aufwand rein. Das Schöne ist, für genau das gibt es auch ein jQuery Assistant Plugin, beziehungsweise mittlerweile sogar zwei, nämlich zum einen so ein jQuery Assistant-Java-DDD Plugin, welches genau solche Aggregate-Annotationen bereitstellt, welche man dann im eigenen Code verwenden kann. Das ist dann auch nicht GPL-V3. Also das könnte man auch wirklich im Code einsetzen. Und es gibt ein neues Projekt, das nennt sich JMolecules, stellt ebenfalls Annotationen für Architekturkonzepte bereit, ist aber nicht nur auf Domain-Driven Design beschränkt, sondern hat auch Annotationen zum Beispiel für CQRS, für Event Sourcing, für Eventing allgemein. Oder kommen auch noch ein paar mehr Konzepte, die sind gerade in der Pipeline. Genau, also da schaut gerne mal rein, wenn man diese Annotation dann verwendet und man hat das passende jQuery Assistant Plugin mit drin, dann würde man diese Information nämlich direkt in der Analyze-Phase von jQuery Assistant, also während des Builds, automatisch angereichert bekommen und man müsste das nicht mehr selber schreiben.
Das ist eine ganz nette Variante, um da die Einstiegshürde zu verringern. Jetzt ist hier dann natürlich die Frage, okay, wie müsste ein Constraint dafür aussehen? Wir wollen das jetzt an der Stelle mal einfach halten. Wir sagen, okay, wir haben eine Entität und die darf nur von einem Aggregate aus referenziert werden und nicht von mehreren Aggregates aus. Wir beschränken das jetzt mal wirklich auf diese Art Aggregate, sprich das Aggregate Root. Was bedeutet diese Struktur? Wir haben unsere Product Option, das kennt ihr vielleicht noch von dem Beispiel vorhin, ist unsere Entity und da haben wir einen Depends on von dem Product und von der Category. Gleiches Beispiel wie vorhin, wie gesagt. Das wäre eine Verletzung. Hier muss man natürlich noch sagen, dieses Aggregate kann auch eine andere Entitäten beinhalten, referenzieren, welche dann eine Abhängigkeit zu der Product Option Entity hat. Das wäre natürlich auch eine Verletzung, müsste man noch mit abdecken. Ist auch mit begrenztem Aufwand machbar. Wir halten es, wie gesagt, mal einfach. Und wir matchen uns hier auch wieder das Pattern. Wir haben unser Aggregate, Depends on Entity. Und ihr seht hier, wir haben hier schon komplett wegabstrahiert Informationen, dass es ein Type ist oder die Information Java, sondern wir haben hier wirklich nur noch dieses spezifische Konzept, nämlich Aggregate und Entity. Sprich, ich arbeite wirklich mit der Benamung aus meinen Architekturkonzepten. Was eine schöne Sache ist und was es auch für Leute, die ein bisschen weiter weg von Java-Code sind, lesbarer macht und verständlicher macht. Dann sammeln wir unsere Entitäten zusammen und sammeln alle Aggregate zusammen, welche diese Entität referenzieren, prüfen, wo wir mehr als ein referenzierendes Aggregate haben und geben genau das als Verletzung zurück. Wie schon gesagt, Constraints, das ist ja jetzt hier ein Constraint, können den Build fehlschlagen lassen. Macht natürlich recht wenig Sinn, wenn ich gerade eine Architekturentscheidung reinbringe, wo ich weiß, dass es Verletzungen geben wird. Deswegen kann man das natürlich auch umkonfigurieren, dass eben der Build nicht fehlschlägt und man so sukzessive diese Liste an Verletzungen auch abarbeiten kann und so, wenn man dann immer mal hier reinschaut, beziehungsweise wenn man die Verletzungen nach SonarQube publiziert, hat man dann das Tracking, dass die Schulden auch abgearbeitet werden und irgendwann weiß man, okay, diese Architekturentscheidung ist vollständig in meiner Codebasis umgesetzt. Genau. Eine Anmerkung noch. Ich habe hier dieses Requires Concept drin, um eine Abhängigkeit zu definieren zu einem Konzept, was bereits vorher ausgeführt wird. Das geht genau auf dieses Java-DDD-Plugin, was ich vorher erwähnt habe. Ihr könntet natürlich auch, wenn ihr das Konzept selber geschrieben habt, das hier angeben, beziehungsweise für JMolecules ist es dann eben ähnlich. Genau. Ich wechsle nochmal kurz in die IDE. Ich habe hier so drei ADRs vorbereitet, die könnt ihr euch dann, wie gesagt, mal anschauen. Ich habe hier auch so ein Lock-and-Throw ADR, das eben das vermieden werden soll. Wie gesagt, ich habe hier das ADR noch für das Sieblinking. Das ist verständlicherweise ein bisschen umfangreicher als das, was ich in der PowerPoint gezeigt habe, weil das auf eine PowerPoint-Folie zu bekommen, ist auch nicht sonderlich sinnvoll. Wir haben unseren Kontext, wo wir definieren, okay, wir wollen eine relationale zur dokumentenbasierten Datenbank migrieren für den Produktkatalog. Wir haben unsere Entscheidung. Wir haben auch drin, dass wir diese Annotation aus dem jQuery System DDD-Plugin verwenden wollen. Und wir haben unsere Konsequenzen für existierenden Code, eben, dass alle Aggregates erstmal markiert werden müssen, sprich mit Annotation versehen werden müssen. Und dass die Violations identifiziert werden müssen. Und für einen neuen Code gilt eben, dass keine neuen Deep-Links eingebracht werden dürfen. Also zwischen verschiedenen Aggregaten natürlich. Genau, dann hätte man hier unten drunter die zwei Cypher-Konzepte oder jQuery System-Konzepte, die in Cypher niedergeschrieben sind, mit dargestellt. Und dann hätte man es auch direkt mitgetrackt, was bedeutet das im Code und was habe ich für Verletzungen aktuell bekommen. Das dann am Ende von dem Bildprozess rausgerendert. Zeige ich euch gleich nochmal, wie das dann am Ende aussieht. Und habe dann auch eine Stelle, wo ich das pflegen kann. Genau.
Ich habe ja gesagt, wir haben in Projekten schon gute Erfahrungen gemacht mit Architecture Decision Records. Das liegt vor allem daran, dass dadurch, dass wir so feingranulare Dokumente haben und die auch nah am Code liegen und ich nicht erst irgendwie ein PowerPoint öffnen muss, die Entscheidungen sehr leicht nachvollziehen kann, auch die Historie der Entscheidungen sehr leicht nachvollziehen kann, was besonders wertvoll ist für neue Entwickler, um da so eine Basis zu bilden. Die Dokumentation ist leicht verteilbar. Ich kann das als Maven-Site zum Beispiel bereitstellen am Ende vom Bildprozess, kann dann darauf draufschauen. Die Verletzungen, die Regelverletzungen kann ich in SonarQube publishen, kann mir die dann in meinem Daily Stand-Up, wenn man das dort macht, zum Beispiel anschauen und sehe direkt da, mit dem Pull-Request wurde eine neue Verletzung eingebracht, beziehungsweise ich kann auch direkt, wenn man es so eingerichtet hat von der CI/CD-Pipeline und im Review-Prozess sagen, während des Review-Prozesses, schau mal, du hast die und die Architekturentscheidung verletzt. Unterm Strich manifestiert das natürlich Wissen. Und das ist immer gut, denn man muss halt davon ausgehen, dass über die Zeit mehrere Entwickler mal an der Anwendung arbeiten werden, es eine gewisse Mitarbeiterfluktuation geben wird und so natürlich auch schnell mal Blindspots in der Anwendung entstehen. Genau, und das fängt man hier so ein bisschen ab. Durch die Definition von Architekturkonzepten und Regeln erreiche ich dann zusätzlich noch ein kontinuierliches Monitoring der Fortschritte. Ich kann die Planung der Umsetzung genauer planen, sprich abschätzen, wie lange werde ich brauchen. Wir denken nochmal an, da ist eine Constraint, was prüft, wie viele Regelverletzungen haben wir schon. Dann kann man sagen, okay, ich habe, sagen wir mal, 20 Verletzungen und pro Verletzung setzt man da halt einen Wert an und kann dann sagen, okay, ich brauche vielleicht eine Woche dafür, um das alles aufzulösen. So Änderungen am Datenmodell sind ja nicht unbedingt trivial. Kann das dann auflösen und würde dann eben dort zu einem Resultat kommen, was dann auch belastbarer ist für die Projektplanung, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und ich bekomme eine automatisierte Absicherung der Umsetzung, sprich während ich noch Verletzungen habe, die ich noch auflösen muss, habe ich die Severity der Entscheidung vielleicht erstmal nur auf Info oder Minor oder sei es auch Major. Später aber, wenn ich alles aufgelöst habe, setze ich die eben auf Critical oder Block, also das orientiert sich dann an SonarQube, um eben das sichtbar zu machen, hey, hier ist eine neue Verletzung reingekommen, das müssen wir unbedingt auflösen, weil das wird uns sonst daran hindern. Die Datenbank am Ende wirklich zu migrieren. Und das Schöne ist auch, das ADR kann man ja bereits vorher mit in den Masterbranch reinnehmen. Dadurch ist es auch für die Feature-Branches zur Verfügung gestellt und dadurch bekomme ich eben auch die Information, hey, ich habe hier eine Verletzung mit eingebaut. Ich habe ja schon Beispiele angeteasert. Den Link habt ihr hier in dem Foliensatz. Das ist, wie gesagt, das Shopheiser-Beispiel. Ich habe das hier auch offen. Da haben wir den jQuery Assistant Ordner drin. Ich zoome vielleicht noch mal ein bisschen rein. Da haben wir den jQuery Assistant Ordner drin mit dem ADR Template und mit den Beispiel ADRs, wo wir auch noch mal nachgucken können, okay, wie kann man jetzt Constraint und Konzept in jQuery Assistant definieren und dann natürlich der eigentliche Source Code von dem Shopheiser Projekt. Was auch ein schönes Spielprojekt mal ist, weil das ein bisschen größer ist als die Spring Pet Clinic, in der Tat wirklich eingesetzt wird von Leuten produktiv und dadurch natürlich auch eine gewisse fachliche Relevanz bietet. Entweder gerne mal auschecken oder was ich gerne mache, die URL kopieren und dann bei Gitpod rein. Das ist so eine Online-IDE. Das ist eine ganz nette Sache, wenn man jetzt nicht erst alles sich lokal einrichten möchte, nur weil man mal ein bisschen rumspielen möchte. Gut, ich bin jetzt nicht eingeloggt. Da könnte man dann hier die URL mit einfügen und könnte sich das dann so anschauen. Ist auch vorbereitet, dass es automatisch schon durchbaut. Genau. Und ja, das war's auch eigentlich schon zu den Architecture Decision Records. Damit möchte ich mich erstmal an der Stelle bedanken und stehe natürlich noch für Fragen zur Verfügung. Hallo Stefan. Hallo Patrick. Ich muss erstmal kurz einen Schluck trinken. Wir haben noch Fragen, die wir gerne klären wollen. Werner fragt, verträgt sich ArchUnit gut mit jQuery Assistant oder sind die Überschneidungen zu groß? Und
lohnt sich auch Unit gar nicht mehr, wenn man das eine oder das andere hat? Kommt drauf an. Das war in der Tat auch die Antwort, die ich jetzt gerne gebracht hätte. Die Frage bekommen wir, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Dirk, aber doch relativ häufig. Es kommt in der Tat wirklich darauf an, die Zielgruppe und das, was man mit ArcUnit und mit jQuery Assistant verfolgt, sind unterschiedlich. Die können auch super koexistent in einem Projekt leben. Der Vorteil bei ArcUnit ist halt, man ist wesentlich näher am Code dran. Man hat das direkt als Unit-Test ausführbar für Entwickler. Dadurch ist auch die Einstiegshürde für den Entwickler nochmal geringer, weil sie sind eben mit Unit-Tests und mit Java vertraut und mit ArcUnit implementiere ich quasi meine Regeln mit Java-Code. Bei jQuery Assistant ist es dann so, ich habe eben meinen Neo4j-Graph-Datenbank, ich muss mir die Cypher-Graph-Query-Language mit anschauen, damit ich dort vorankomme, habe aber dann halt eine wesentlich höhere Mächtigkeit, weil ich eben den Graph dahinter liegen habe. Ich bin dann dadurch auch durch Cypher wesentlich flexibler. Und gerade der Aspekt, den Dirk mit drin hatte, der Analyse und der Exploration, der ist halt eher nicht abgedeckt bei ArcUnit. Ja, genau, weil über das Dashboard von Neo4j kannst du ja genau quasi nachschauen, wie die Sachen aussehen und dann genau schreiben. Das ist auch typischerweise so die Arbeitsweise von mir zumindest, ich denke mal auch bei Dirk, dass man sich erstmal, wenn man Regeln erstellen möchte, den Neo4j-Browser öffnet, dort erstmal ein bisschen exploriert, okay, wie bilden sich jetzt spezifische Architekturkonzepte im Code ab, man dort ein bisschen rumexperimentieren kann und dann hat man die Regel, fügt die eben ins ASCII-Doc ein und dann hat man das im Bild drin und kann sich relativ sicher sein, dass es dann auch funktionieren wird. Weil es ist relativ frustrierend, das direkt in ASCII-Doc zu machen, dann auszuführen und festzustellen, dass es nicht funktioniert. Wenn man zum Beispiel denkt, ja, ich mache das schon lange genug und dann klappt das, das klappt dann gerade nicht. Der Remo fragt, gibt es eine Möglichkeit, Verletzungen, also nur auf neue Verletzungen einzugehen, sodass man eine Art Freezing-Feature hat, wie es bei ArcUnit auch gibt, und dann einfach nur die neuen Verletzungen quasi rapportiert werden? Also was man machen kann, ich öffne hier nochmal das Constraint dazu. Man könnte hier eine Whitelist pflegen, also dass man sagt, Entitäten, welche den Fully Qualified Name, in dem Fall comshopheiser.product zum Beispiel ist, da erlaube ich die Verletzung. Und dann würde ich in der Tat nur neue Klassen sehen, die verletzt werden. Ansonsten kann man es natürlich auch in Sonarcube managen. Das wären so die Varianten, die man da ganz gut gehen kann. Wenn ich ganz kurz ergänzen dürfte, es gibt eine dritte Variante. Es gibt eine Suppress Annotation von jQuery selbst. Stimmt, die gibt es auch noch, ja. Genau. Okay, dann unterdrückst du eigentlich die alten nur noch. Ja. Genau, also die Suppress-Annotation würde man dann ähnlich wie für Sonder-Issues verwenden. Die annotiert man dann eben an die Methode oder die Klasse ran, um zu sagen, okay, für diese Klasse gilt dieses jQuery Assistant Constraint eben gerade nicht. Dann die zweite Frage von Remo. Vorher wurde angetönt, dass jQuery Assistant nicht in die Implementierung von Methoden reinschaut. Ist es folglich nicht möglich, einen Methoden-Call inklusive Parametertypen, Zielklasse etc. Zu untersuchen? Also was du rausbekommst, ist in der Tat, welche Methoden welche anderen Methoden aufrufen. Das bekommt man raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Neo4j am Hintergrund laufen habe, dann könnte man das mal fix zeigen. Ich schnappe mal den Methodenknoten und hoffe mal, es kommt was Sinnvolles raus. Jeder Knoten hier wäre jetzt eine Methode und wir sehen, ich kann leider nicht weiter reinzoomen und das Zoom in Neo4j ist auch so ein bisschen kaputt. Jede Beziehung hier stellt quasi einen Invokes dar, sprich, das haben wir mit dahinter. Nur eben spezifischere Sachen, Vorschleifen, Fallprüfung im Sinne von Switch Case oder if und so weiter, das hat man eben jetzt auf der Ebene nicht. Was man auch nicht hätte, wären jetzt, was man da genau für Parameter reinsteckt. Was man aber rausbekommt, ist, welche Parametertypen akzeptieren die Methoden und welche Rückgabetypen definiert die Methode. Das würde man sehen. Also so eine Invokes-Beziehung referenziert genau die Methode, die aufgerufen wird. Genau. Und an der Invokes-Beziehung Beziehung selbst ist auch genau die Zeilennummer mit dran als Attribut. Also das kann man dann mappen. Ja. Da ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel für euch. Es gibt in dem ADR-Starter-Projekt
ein ADR, Don't Lock and Throw, wo wir genau prüfen, an welcher Stelle wir also ein Lock and Throw haben, sprich eine Catch-Klausel für eine Exception, und die dann weitergeworfen wird und gelockt wird gleichzeitig. Da haben wir das auch mit der Line-Number drin, also wer das nochmal nachgucken würde, wollen, dann gerne mal hier reinschauen. Ich glaube, das Missverständnis kam auf, weil ich sowas behauptet habe vorher, dass wir das nicht interpretieren können. Genau. Aber das hat Dirk vorher eigentlich schon auch aufgelöst. Genau. Konstantin hat noch eine Frage und er sagt, kann man mit JQ Assistant den Ist-Zustand der Anwendung inklusive ADRs als Architektur as Code in der CI/CD-Pipeline integrieren? Er meint eben, das stellt sicher, dass die Dokumentation immer der Umsetzung entspricht. Man kann mit jQuery Assistant Dokumentation auf Basis von dem Code generieren. Man kann auch Plant-UML-Diagramme zum Beispiel mit generieren. Die Frage im Endeffekt ist nur, was man erreichen möchte. Weil du hast ja typischerweise die zwei Ebenen Soll-Architektur und Ist-Architektur. Sprich, im Zweifel benötigst du eigentlich beides. Du brauchst die Soll-Architektur zum Definieren, damit du weißt, okay, gegen was prüfe ich. Und du willst den Ist-Zustand sehen, was gegebenenfalls eine Abweichung zum Soll-Zustand ist. Gut, und dann noch die letzte Frage von Werner. Er hat nämlich gefragt, ob es für Architecture Decision Records auch ein CLI gibt, dass man nicht Copy und Paste von den Templates die ganze Zeit machen muss und das auch verlinken muss. Es gibt ein Open-Source-Projekt dafür, ja. Das müsste ich aber nochmal raussuchen. Ich persönlich mache das relativ oldschool per Copy-Paste und verlinke das manuell. Cool. Da gibt es aber so was. Mein Fragen-Backlog ist jetzt durch. Das heißt, ich glaube, wir würden jetzt hier die Aufzeichnung abbrechen oder aufhören und dann nachher rüber ins Wander gehen. Ja, Dirk? Ich hatte noch zwei Dinge. Erstens, ich paste jetzt gerade mal die Links für die Pet-Klinik und für den Blogpost rein, was ich vorhin erwähnt habe. Ist jetzt drin im Chat. Also einfach mal schauen, wenn ihr die entsprechenden Referenzen braucht. Und noch vielleicht ein kurzer Hinweis, da wir hier bei der JUK Schweiz sind. Also vielen Dank erstmal für die Einladung nochmal. Und wir selbst sind ja auch so ein Stück weit aktiv für die JUK Saxony. Und da ist gerade ein Call for Papers offen für den JUK Saxony Day. So, wenn von eurer Seite da irgendwie Beiträge eingebracht werden sollen, wäre super und toll. Und vielen Dank im Voraus. Cool, Dankeschön. Und ich glaube auch, eben wie jetzt Markus gerade in den Chat geschrieben hat, die Links gibt es dann auch nachher von Ursula per E-Mail, plus wahrscheinlich auch eben eure Slides. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, noch kurz durch meine letzten Dinge durch. Ich will natürlich auch noch Dankeschön sagen euch beiden. Ihr werdet dann auch von uns noch ein schönes Paket bekommen aus der Schweiz. Juhu! Und dann eben auch unseren Sponsoren, die das Ganze ermöglicht haben und natürlich auch den Leuten im Hintergrund. Ohne die geht es natürlich auch nicht, wie ihr natürlich wisst. Das ist für uns immer sehr wichtig, genau. Das heißt, ihr bekommt eine E-Mail bezüglich die Auswertung oder bezüglich Evaluation von den Talks. Die würden wir dann gerne auch den Speakern weiterreichen. Und dann geht es gleich weiter zu Wonder. Genau. Das heißt, Dankeschön. Und bis gleich. Wir werden hier jetzt automatisch weitergeleitet in die Plattform rein. Also bis gleich. Danke, tschüss. Danke, tschüss.